Ja, liebe Lilian Schwalb, herzlich willkommen, liebe Engagierte aus nah und fern, sehr geehrter Herr Staatssekretär Niklas Voss, lieber Jan Holze, den ich schon kurz zugeschaltet entdeckt habe, liebe Frau Dr. Letrari, liebe Vertreterinnen aus Vereinen, Verbänden, Stiftungen, wie auch aus Ministerien und Kommunen, herzlich willkommen auch den WissenschaftlerInnen und allen Engagierten in der Runde. Ich freue mich, Sie im Namen aller Mitveranstalter zum Fachgespräch Engagementförderung in Mecklenburg-Vorpommern begrüßen zu können. Das heutige Fachgespräch haben wir eben gemeinsam mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Nordmetall-Stiftung und dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement gemeinsam lange und intensiv vorbereitet. Wir wollten das schon vor der Sommerpause durchführen. Freuen uns umso mehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, an dem Tag auch der Regierungsbildung in Ihrem Bundesland gemeinsam Befunde, Impulse und Erfahrungen zur Engagementförderung in Mecklenburg-Vorpommern auszutauschen. Ich denke, wir haben ein spannendes Programm vor uns und möchte den vielen ImpulsgeberInnen, ModeratorInnen und KooperationspartnerInnen besonders danken, aber auch meinen engagierten Kolleginnen, die an der Vorbereitung und Organisation dieses Fachgespräches mitgewirkt haben. Das Thema unseres Fachgespräches ist angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen ein wichtiger Beitrag zur Stärkung von Demokratie, Vielfalt und Zusammenhalt. Vor diesem Hintergrund wollen wir heute aktuelle Befunde aus unserer Studie zur Engagementförderung in Ostdeutschland vorstellen, die von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt unterstützt wird. Der wissenschaftliche Leiter der Gesamtstudie, Dr. Holger Krimmer von Civitz, ist da und Dr. Thomas Gensicke, der die Länderporträts für Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen erarbeitet hat. Und beide werden wesentliche Befunde zur Infrastruktur, zur Engagementförderung in MV heute vorstellen. In den dann anschließenden Dialogräumen haben Sie Gelegenheit, die Befunde der Studie mit Ihren eigenen Erfahrungen, Anregungen und Wünschen anzureichern und zu ergänzen. Im zweiten Dialograum heute Nachmittag geht es um die Erfahrungen zum Aufbau von lokalen Engagementlandschaften im Programm Engagierte Stadt. Und im Dialograum 3 werden Anregungen für ein neues Vernetzungsprogramm der Nordmetall-Stiftung zur Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes durch Engagement gesammelt. Das Fachgespräch wird moderiert von Dr. Lilian Schwalb und findet, wie Lilian schon sagte, im Gespräch in unserer Gesprächsreihe Bürgergesellschaft 2025 statt. Die Gesprächsreihe wird gefördert vom BMFSFJ. Frau Oelzen ist heute auch dabei. Vielen Dank für die Unterstützung dieser zweijährigen Gesprächsreihe. Im Rahmen der Gesprächsreihe konnten wir unter anderem auch tolle Praxisbeispiele kennenlernen und in unserer Broschüre zur Engagementförderung sichtbar machen mit all den Herausforderungen in der alltäglichen Arbeit vor Ort. Kommen da Engagierte zu Wort? Sie finden da auch wertvolle Impulse und Anregungen aus der Gesprächsreihe auf unserer Homepage abgebildet, auch mit Videos und Stimmen von Engagierten, können Sie gerne noch mal nachhören. Aber heute eben sich auch bei den Praxisworkshops im Mittelteil des Fachgespräches aktiv einbringen. Und all diese Impulse und Anregungen wollen wir in der Abschlussrunde heute diskutieren. Und deswegen freue ich mich, dass Sie heute 68 Teilnehmer schon im digitalen Raum sich versammelt haben und freue mich auf die Begrüßung durch den Staatssekretär zur Engagementförderung in MV, Nicolas Voss, der heute Heiko Goye vertreten wird. Lieber Nicolas Voss, ich übergebe dir das Wort. Herzlich willkommen an alle im Raum. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, sehr geehrter lieber Olaf Ebert, sehr geehrte Akteure in der Ehrenamtsförderung, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Fachgesprächs.
Auch ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zum Fachgespräch Ehrenamtsförderung in Mecklenburg-Vorpommern. Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist als ein Kooperationspartner sozusagen Mitgastgeber dieses Fachgesprächs. An dieser Stelle, Olaf Ebert erwähnte es bereits, sollte eigentlich der Heiko Goye begrüßen, der mit Ihnen, lieber Herr Ebert, diese Kooperation vereinbart hat. Heiko Goye wird heute zum neuen Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern ernannt werden. Ich nehme das mal als ein gutes Omen für die zukünftige finanzielle Förderung des Ehrenamtes in Mecklenburg-Vorpommern. Also sehr herzliche Grüße von Heiko Goye. Meine lieben Freunde, aus meiner Sicht gibt es drei große Meilensteine der Förderung des Ehrenamtes in Mecklenburg-Vorpommern, die aus der großen Vielfalt der Aktivitäten herausragen. Als ich vor 13 Jahren Staatssekretär im Sozialministerium wurde, sind gerade im Jahr 2007 die landesweiten Ehrenamtsmessen erfunden worden und ans Netz gegangen. Aus jährlich 8 bis 10 Ehrenamtsmessen haben tausende Aussteller über die Jahre hinweg ihre zivilgesellschaftlichen, meistens lokalen oder regionalen Initiativen vorgestellt. Die Rundgänge, das kann ich aus eigenem Erleben sagen, waren für mich immer mit vielen großartigen Gesprächen und kreativen Anregungen verbunden. Ehrenamtsmessen sind auf der einen Seite Begegnungsmöglichkeiten zwischen den Besuchern und den Ausstellern, also geradezu eine Anregung, sich ehrenamtlich zu engagieren. Auf der anderen Seite aber auch ein Markt der Möglichkeiten und des Erfahrungsaustausches zwischen den Akteuren selbst. Best Practice im besten Wortsinn. Und an dieser Stelle möchte ich gerne ein großes Dankeschön an das Deutsche Rote Kreuz, lieber Herr Herzog, und die anderen Organisatoren dieser Messen aussprechen. 2015 wurde auf Initiative des damaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering die Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement gegründet. Ein zweiter großer Meilenstein der Ehrenamtsförderung, und zwar nicht nur, indem Vereine mit unbürokratischen und niedrigschwelligen finanziellen Förderungen unterstützt werden, sondern vor allem auch, indem die Vereine im Land professionelle Beratung erhalten. Das ist oftmals am wichtigsten, wenn erklärt wird, wie sich das Steuerrecht gegenüber den Vereinen verhält und gemeinnützige Vereinsarbeit funktioniert. Ich hatte die Ehre, bis vor 2 Jahren im Stiftungsrat mitzuwirken, und ich freue mich sehr, dass die Geschäftsführerin der Stiftung, Frau Dr. Littrari, heute Nachmittag in der Abschlussrunde mitwirken wird. In diesem Zusammenhang muss ich selbstverständlich erwähnen und auch würdigen, dass es gelungen ist, die neue Bundesstiftung Ehrenamt, Engagement und Ehrenamt in Neustrelitz anzusiedeln. Auch hier ein herzlicher Gruß an dich, lieber Jan Holze. Das Ehrenamt, das wissen wir alle, braucht öffentliche Anerkennung. Ich muss zugeben, dass die Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern eine schwierige Geburt war. Initiiert durch Parlamentarier der Regierungsfraktionen. Die Staatsfinanzierung läuft immer noch über den sogenannten Parlamentstitel Strategiefonds. Es musste eine irre Überzeugungsarbeit bei den Landkreisen und kreisfreien Städten geleistet werden, die teilweise eigene Ehrenamtskarten kreiert hatten und nicht mitmachen wollten. Akzeptanzpartner mussten als Sponsoren geworben werden. Inzwischen sind es immerhin 230 Partner mit fast 600 Angeboten. Und die Mitmachzentralen mussten finanziell ertüchtigt werden, um in den Regionen als Ansprechpartnerinnen für die Ehrenamtskarte zu fungieren. Und die machen inzwischen tatsächlich und wirklich einen guten Job. Ich finde, wir können sehr stolz sein, dass inzwischen über 4000 Ehrenamtskarten landesweit ausgegeben werden konnten. Ein wahrer Renner, der aber weiterentwickelt werden muss. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Fachgesprächs, ich glaube, die heutige Veranstaltung ist zeitlich gesehen ziemlich gut gesetzt. Die neue Legislaturperiode hat gerade begonnen.
Die neue Landesregierung wird heute vereidigt. Ich erwarte also von dem heutigen Fachgespräch nicht nur interessante Diskussionen untereinander, sondern vor allem auch nachhaltige Impulse für die zukünftige Engagementpolitik. In diesem Sinne herzlichen Dank und noch einmal herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Voss. Ich sehe überall erhobene Hände und Klatschen. Danke Ihnen vielmals für die inspirierenden Worte zur Begrüßung. Danke natürlich auch an dich, Olaf Ebert, für die Begrüßung. Und dann würde ich sagen, wir starten mit unserem heutigen Fachgespräch. Ja, fühlen Sie sich alle auch nochmal sehr herzlich willkommen geheißen von mir. Wir werden gar nicht mehr so viel über die Tagesordnung sprechen müssen, denke ich. Also es ist schon aus den begrüßenden Worten sehr deutlich geworden, worauf wir heute hier abzielen. Olaf Ebert hat schon Überblick gegeben darüber, was wir heute vorhaben. Und Herr Staatssekretär Voss hat deutliche Ziele formuliert abschließend. Wir fühlen uns aber nicht unter Druck und werden dem genauso nachgehen und versuchen, gute Impulse herauszuarbeiten, Empfehlungen zu formulieren und wirklich einen bedeutenden Schritt weiterzukommen auf der Basis der wunderbaren Studienergebnisse, die uns nun vorliegen. Ja, vielen Dank, Lydia. Hallo auch von mir in die Runde. Ich freue mich, dass wir heute ein paar Ergebnisse vorstellen. Lydia, die meisten Sachen hast du gerade schon gesagt, also bis auf die Ergebnisse. Insofern nochmal, genau, die Studie ist möglich geworden durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Dazu auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und das ist ein Konsortium oder eine Gruppe von Akteuren, die wir das gemeinsam gemacht haben. Ich habe heute nur den kleineren Part, was sich ganz gut trifft, da meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Den Hauptimpuls wird gleich mein Kollege Thomas Genzicke machen, der die Teilstudie für Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt hat. Insofern noch ein paar einleitende Bemerkungen von mir. Und vielleicht noch ein Hinweis zu Studienergebnissen. Es wurde jetzt gerade mal gesagt, falls Sie jetzt quasi die Aussage, die Studienergebnisse liegen vor, gleich umgesetzt haben und überall die Homepages absurfen, sie ist noch nicht publiziert. Wir sind gerade in der Finalisierung der Studie. Die einzelnen Länderstudien sind mittlerweile abgeschlossen. Das wird gerade zusammengefügt. Und deswegen möchte ich gerne damit beginnen, Ihnen eine kurze Vorstellung davon zu geben, was der gesamte Rahmen ist. Gerne eine Folie weiter. Genau, und so will ich vorgehen. Ich werde Ihnen zwei, drei Worte sagen, wie die Studie insgesamt angelegt ist, was auch die Zielsetzung der Studie ist und in welche Richtung wir Impulse geben wollen. Teil dieser Studie, Punkt 2, sind auch ein paar quantitative Sekundärauswertungen. Ich sage gleich nochmal ein Wort dazu. Hier eher erratisch. 3, 4 Datenpunkte, von denen ich fand, dass sie nochmal ganz spannend sind, auch für so ein bisschen eine Einwertung für die heutige Diskussion zu Mecklenburg-Vorpommern und die dortige Engagementlandschaft und Infrastrukturen. Aber im Zentrum steht da mein Kollege Thomas Genzicke, der Ihnen die Bundeslandstudie Mecklenburg-Vorpommern gleich im Anschluss vorstellen wird. Gerne eine Folie weiter. Und dann beginne ich mit 2, 3 Anmerkungen zur Studie Engagementförderung in Ostdeutschland. Ich bin mir sicher, die Folie kommt auch gleich. Jetzt muss ich gerade schauen, Sophie, hattest du die eingeblendet gerade gehabt oder sonst starte ich sie jetzt nochmal von mir? Ja, am besten du, Holger, hier hat sich gerade bei mir technisch was aufgehängt. Danke. Kein Problem. Genau, ich hoffe, Sie können schon sehen, Olaf, dein Gesicht kann ich sehen. Kannst du mir ein kurzes Zeichen geben, ob man es sieht? Wunderbar. Genau, also Anlage der Studie. Zur Anlage nur einen Satz, der fängt aber im Wesentlichen noch ein. Was wir machen wollten und durchgeführt haben, ist ein Monitoring und auch eine Analyse, soweit wir eben kamen in diesem Zeitraum, sowohl der selbstinitiierten Strukturen, aber auch der Politiken, der Engagementförderung auf Bundesländerebene in Ostdeutschland. Da sind einige Weichenstellungen drin, deswegen nochmal kurz 3, 4 Worte dazu. Auf Bundesländerebene bedeutet eben, wir haben nicht anhand von irgendwelchen Datensätzen einen Fokus Ost und einen Pauschal, sondern es gibt 5 Teilstudien für jedes ostdeutsche Bundesland, die jetzt nicht im Sinne von der Komparatistik dann ganz fein durch verglichen werden, aber die Möglichkeit des Bundesländervergleichs ist auf jeden Fall gegeben. Und wenn wir davon sprechen, von Engagementförderung, deswegen diese beiden Bausteine vorne dran, dann geht es natürlich sowohl um die Fachpolitik der Engagementförderung auf Bundesländerebene, aber wir wissen alles, alle Engagementförderung ist auch eine Sache, die aus der Zivilgesellschaft selber initiiert und angestoßen wird. Und es geht uns um beide Strukturen, Akteurskonstellationen, sowohl die zivilgesellschaftlichen als auch die politischen.
Bausteine der Studie, drei Punkte. Wir haben natürlich versucht, so viel wie möglich vorliegende Daten zum Sprechen zu bringen für die Studie, ohne jedes Mal eine große neue Datenerhebung durchführen zu müssen. Deswegen haben wir sowohl die Daten vom Engagementatlas 2015, die meisten von Ihnen erinnern sich bestimmt noch eine große Bestandserhebung von Stefan Bischoff, der heute auch mit dabei ist und der auch Teil des Konsortiums ist, durchgeführt. Eine große Bestandserhebung der engagementfördernden Infrastrukturen auf nationaler Ebene, wo bislang noch keine Teilstudie Ost vorgelegen ist. Das wurde im Rahmen dieser Studie durchgeführt und auch auf Bundesländerebene operationalisiert. Sie finden ebenfalls dann in der finalen Studie einige Civil-Survey-Auswertungen vom Civil-Survey 2017 und des Freiwilligen-Surveys. Hier sitzen wir gerade noch an der Aktualisierung auch der Zahlen für 2019 dran. Das sollte dann aber Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Eigenständige ergänzende Datenerhebungen kommen nur insofern hinzu, als für den Engagementatlas 2014 diese Daten, dass sie eine zentrale Bedeutung haben, die Infrastruktur, die engagementfördernden Infrastruktureinrichtungen, diese Daten aktualisiert wurden auf dem aktuellen Stand von 2020. Das heißt, sie wurden eine Primärdatenerhebung von Stefan Bischoff durchgeführt, sodass wir hier an dieser Stelle ein sehr solides Monitoring der Akteurskonstellationen haben. Und dann schließlich im Zentrum, und das ist eigentlich der Fokus, sind die Fallstudien auf Bundesländerebene. Und da haben wir eine ganze Reihe von empirischen Zugängen. Es gab eine Reihe von Einzelinterviews, Workshops mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft und der Engagementpolitik, aber vor allem, und daran saßen die Teams bei uns bei Civitz, hier meine Kollegin Birte Tammers mit Kollegen, aber auch Thomas Genzicke die letzten Wochen und Monate dran, eine dokumentenbasierte Policy-Analyse auf Bundesländerebene. Ziel ist es, aus diesem Ganzen, was wir hier erarbeiten und was wir Anfang nächsten Jahres dann vorstellen und breiter kommunizieren werden, Ableitungen, Impulse für die Weiterentwicklung der Engagementförderung zu machen und Engagementförderung verstanden als ein kooperatives Unterfangen von Landespolitik und Zivilgesellschaft. Soweit zur Anlage der Studie. Ich will zwei Punkte noch sagen. Das eine, was wir unter engagementfördernden Einrichtungen verstanden haben, es wäre ja leicht zu sagen, wir suchen uns einen Typus raus, die Freiwilligenagenturen oder die Mehrgenerationenhäuser oder die wie auch immer. Und das haben wir nicht getan. Wir haben, man würde es wissenschaftlich, eine intentionale Definition oder eine funktionale Definition aufgestellt und haben gesagt, engagementfördernde Einrichtungen sind Akteure, die bestimmte Funktionen im Kontext der lokalen Zivilgesellschaft übernehmen. Das sind zum einen die Bereitstellung von Informationen, aber auch Beratung, Vermittlung. Sie sehen es obendran als ersten Punkt. Zweitens die Vernetzung von Akteuren, drittens die Qualifizierungsangebote bereitstellen oder auch Beratung und Weiterentwicklungsangebote, die Räume bereitstellen oder die Öffentlichkeitsarbeit für das bürgerschaftliche Engagement machen. Das sind funktionale Komponenten von engagementfördernden Einrichtungen und wir haben darüber hinaus die eine Bedingung gemacht, dass diese Funktionen bereichsübergreifend durchgeführt werden müssen. Wie viele von Ihnen sicher auch wissen, es gibt stellenweise auch Freiwilligenagenturen, die innerhalb großer Verbände, Wohlfahrtsverbände stattfinden und nur für diese Wohlfahrtsverbände bestimmte Funktionen übernehmen. Die haben wir aus diesem Fokus rausgenommen. Es ging hier tatsächlich um engagementfördernde Infrastruktureinrichtungen auf lokaler Ebene, die das bereichs- und themenfeldübergreifend machen. Und damit komme ich zum letzten Vorwort oder methodischen Punkt. Wir haben dieser engagementfördernden Einrichtungen und Akteure auf drei Ebenen operationalisiert. Ganz klar natürlich die Mikro- oder die lokale Ebene. Da geht es um Faktoren, die wir auch mit den Daten von Stefan Bischoff quantitativ stellenweise abbilden können. Die Dichte der Einrichtungen, Fragen der ressourciellen Ausstattung, verfügen die überhaupt amtliche oder nicht. Das sind stellenweise noch Informationen, die aus dem Engagementatlas 2014 stammen und die wir zumindest selektiv hier auch wieder weiterverarbeitet haben. Die Vernetzung der Akteure und so weiter. Also das, was wir sowieso am ehesten vor Augen haben, wenn wir an engagementfördernde Einrichtungen denken. Zweitens natürlich ebenfalls die Messung und die intermediäre Ebene. Wie stark sind die vernetzt untereinander auf einer regionalen oder auf einer Landesebene? Wie stark gibt es LACFen, Landesarbeitsgemeinschaften oder verbandliche Strukturen, die quasi Zivilgesellschaft auch repräsentieren gegenüber der jeweiligen Landespolitik? Und schließlich die Makro- oder die repräsentative Ebene auf Bundesländerebene. Was bedeutet repräsentativ im Sinne von Demokratie, Repräsentationsprinzip, also die parlamentarische, die Regierungsseite?
die Landesengagementpolitik oder auf der anderen Seite zum Beispiel, und das wird heute bestimmt eine wichtige Rolle spielen, auch landesangeschlossene Akteure der Engagementförderung wie eine Ehrenamtsstiftung, eine Landesarbeitsgemeinde, eine Landesfreiwilligenagentur oder Ähnlichem. Also eine funktionale Definition von engagementfördernden Einrichtungen und einen Zugang über drei Ebenen. Soweit ein paar Vorbemerkungen meinerseits. Dann würde ich jetzt noch drei, vier Datenpunkte vorstellen und Thomas dann gleich dir das Wort übergeben. Und zwar etwas selektiv rausgesucht. Ich versuche jetzt auch gar nicht zu sehr einen roten Faden zu nehmen, aber vielleicht doch nochmal hilfreich, auch für die spätere Diskussion. Was Sie hier sehen, sind Zahlen des Freiwilligensurveys noch der Auswertung 2014. Das waren die aktuellsten, die uns zum Zeitpunkt der Auswertung vorgelegen sind. Und was Sie hier sehen, ist eine Auswertung der Fragestellung, wie kamen Sie in Ihr gegenwärtiges Engagement? Und da gab es verschiedene Optionen, entweder über eine engagementfördernde Einrichtung, das ist der jeweils rote Balken, oder eine leitende Person der Organisation hat mich angeschrieben, oder vielleicht auch ein Familienmitglied und eine Person aus meinem sozialen Nahkreis hat mich angesprochen. Und ganz interessant fand ich in diesem Zusammenhang, dass in Mecklenburg-Vorpommern mit 7,9%, zumindest im Licht der 2014er Daten, der Anteil am geringsten ausfällt. Ich will sagen, ich finde, das sind immer noch sehr hohe Zahlen, 8%, also jeder Zwölfte, der über so einen Weg ins Engagement kommt. Das ist keine Zahl, über die man sich kritisch äußern müsste, aber im Ländervergleich zumindest die geringste Zahl. Zweiter Datenpunkt, um nochmal einen Blick auch zu haben auf die Unterschiede, die verbandliche Organisation, da bewegen sich mittlerweile die ostdeutschen Bundesländer ungefähr im gleichen Range, würde ich sagen, wie die westdeutschen Bundesländer. Sie sehen gesamt, das sind jetzt Civit-Survey-Daten, es sind 50,6, also ungefähr die Hälfte aller gemeinnützigen Organisationen verbandlich organisiert. Und das trifft genauso auf die ostdeutschen Bundesländer zu. Mecklenburg-Vorpommern liegt hier ganz genau mit 50,9% auch im Schnitt. Das heißt, von dieser Seite, Verbände sind ja auch eine Form von Infrastruktur, keine signifikanten Unterschiede. Dritter und vorletzter Datenpunkt. Wir haben im Civit-Survey 2017 auch unterschieden, welche Organisationstypen sind das? Und ich will uns lange methodische Erörterungen ersparen, wie wir jetzt genau auf diese Typenbildungen kamen. Wichtig ist, wir haben ja einen Typus, der auch der dominante ist, wie Sie sehen am dunkelblauen Balken, das sind gemeinschaftsorientierte Organisationen. Das heißt, es sind Organisationen, wo die Führungskräfte sehr hohe Zustimmungswerte haben auf die Aussagen, wir verstehen uns als eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Oder auch Gemeinschaftsbildung in der Organisation intern ist für uns eine ganz wichtige Komponente. Und ich fand hier nochmal interessant zu sehen, dass Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich der ostdeutschen Bundesländer das Land mit dem höchsten Anteil ist, hier 55,8%, etwas mehr als die Hälfte der Organisationen. Dahinter verstecken sich größtenteils Organisationen aus den Bereichen Sport, Freizeit und Geselligkeit, Blaulichtorganisationen und andere. Und schließlich ein letzter Punkt, wo Mecklenburg-Vorpommern auch eine sehr besondere Ausprägung hatte. Wir haben im Civil Survey auch einen Indikator, da geht es so ein bisschen um sowas wie die zivilgesellschaftliche Selbstwahrnehmung oder die ordnungspolitische Selbstwahrnehmung. Der wird danach gefragt, das, was Sie momentan tun in Ihrer Organisation, glauben Sie, das sollte vielleicht eher eine öffentliche Einrichtung machen oder sollte es eine zivilgesellschaftliche Organisation tun? Und zu sehen, man tut das quasi nicht deswegen, weil irgendwo ein Serviceangebot staatlicherseits oder des öffentlichen Sektors fehlt, sondern weil man hier einen originären Verantwortungsbereich der Zivilgesellschaft selber sieht. Und dann zweitens die Differenzierung, wenn das so ist und Sie sehen das so, das sollte Zivilgesellschaft auch tun, glauben Sie dennoch, dass es hier eine Finanzierungsverantwortung von öffentlicher Seite gibt oder sollte das auch die Zivilgesellschaft finanzieren? Und ganz interessant ist hier, dass Mecklenburg-Vorpommern den geringsten Anteil hat von Organisationen, die sagen, das, was wir tun, sollte eigentlich der Staat tun, nämlich nur 1,9%. Sie sehen, insgesamt ist es ein geringer Anteil, aber insofern eine klare ordnungspolitische Selbstwahrnehmung, dass das richtig, dass das in der Hand von der Zivilgesellschaft ist. Allerdings zugleich auch der höchste Anteil von Organisationen, die eine Erwartungshaltung haben, dass das, was sie selber tun, eigentlich auch in der Form von öffentlicher Finanzierungsverantwortung ist. Mit 46,3%, fast die Hälfte der Organisationen, haben eine solche Wahrnehmung. Das sind so ein paar Datenpunkte, die ich jetzt erstmal so unverbunden nebeneinander stehen lassen möchte, um auch ein bisschen so einen Ansatzpunkt zu haben zur Engagement- und Zivilgesellschaftslandschaft, bevor wir jetzt erstmal vertiefend auf die Fragen der Engagementförderung kommen. Und dazu übergebe ich meinem Kollegen Thomas Gänzeber das Wort. Thomas, bitte. Ja, vielen Dank, Holger, für diese Einführung.
Ich muss jetzt mal, beziehungsweise Sophie, rufst du meine Präsentation auf oder mache ich das? Mach das. Könnt ihr sie sehen? Ist die Präsentation zu sehen? Aha. Kann man die noch größer machen oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ich nehme an, das ist aber gut zu sehen. So, können Sie die jetzt gut sehen? Ah, genau, das meinte ich nämlich. Gut. Jetzt haben wir sie sozusagen auf dem ganzen Bildschirm. Ja, vielen Dank für das umfangreiche Interesse, dass so viele Menschen sich hier beteiligen an dieser Veranstaltung. Und ja, ich habe mein Porträt, mein Länderporträt mal mit einem Fragezeichen versehen, unter die Überschrift gesetzt, Mecklenburg-Vorpommern, ein Stiftungsland. Mein Auftrag ist ja im Rahmen dieses Projektes, die beiden Stiftungsländer, die ostdeutschen Stiftungsländer Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen zu untersuchen, zwischen denen ja auch deutliche Unterschiede bestehen. Und ja, wichtig ist mir auch nochmal zu betonen, weil es in der Einleitung nicht ganz eindeutig rauskam, es geht um engagementfördernde Infrastruktur. Also es geht nicht um Engagementförderung allgemein, die ist ja noch breiter oder kann man ja noch breiter ansetzen, sondern Engagementförderung mithilfe von Infrastrukturen, das ist ganz wichtig. Und ich schließe auch gleich den Herrn Staatssekretär an. In diesem Vortrag und auch in dem Teil der Studie, muss man ja auch sagen, die ich hier vorstelle, konzentriere ich mich auch auf diese Eckpunkte, an denen er sozusagen die Meilensteine der Infrastrukturförderung festgemacht hat. Aber immer angesichts dessen, dass die Infrastruktur viel, viel breiter ist als das, was sozusagen das Land zentral initiiert. Ich werde gleich darauf kommen, also die Stiftung, die Ehrenamtsmessen, die MMZ und nicht zu vergessen die Ehrenamtskoordinatoren beim DRK und überhaupt die Aktivitäten, die das DRK-Verband für das Land im Auftrag ausführt. Gut, dann könnten wir auf die nächste Seite gehen. Sophie, wir können eins weiter. Da hängt es wieder. Tut mir leid, ich teile nochmal. Es scheint hier ein kleines technisches Problem zu geben, aber es sollte jetzt gehen. Können Sie das sehen? Ah, genau. Mal das dann wieder groß machen. Ich fange schon mal an, bevor wir das dann etwas größer haben. Ja. Also wir hatten ja für diese eigentlich sehr groß und weit angelegte Studie, Sie haben ja sozusagen diese empirische Methodik oder allgemein die Methodik eben gerade beschrieben gesehen, also so wie sie Holger vorgestellt hat. Das ist ja ein sehr anspruchsvolles Programm und wir hatten genau ein Jahr oder noch nicht mal ein Jahr bis jetzt sozusagen, um das durchzuführen. Und in jedem Land ist sehr viel Aufwand betrieben an Informationsgewinnung. Erstens natürlich an Sekundärauswertung von Studien, die es überhaupt schon gab. Der Holger hat ja schon mal den Freiwilligen-Survey gezeigt und seine Zivitz-Studien. Ich selber habe ja auch Gutachten in Mecklenburg-Vorpommern im Auftrag des Sozialministeriums durchgeführt. Ein Gutachten zu den Ehrenamtsmessen, die schon erwähnt wurden, und ein Gutachten zu den MMZ. Und das in 2017, wo die MMZ noch relativ in einer relativ anfänglichen Stufe waren und sich begannen zu entwickeln. Dann eine Dokumentenrecherche. Natürlich wollten wir in jedem Land wissen, was sozusagen in dem politischen Prozess läuft, was sozusagen an Landtagsdokumenten, an Beschlüssen, an Gesetzen, an Dokumenten und so weiter vorliegt. Und dann die eigentliche sozusagen persönliche Recherche, wenn man so will, bei den Verantwortungsträgern. Ich habe 7 telefonische Interviews durchgeführt, eigentlich so mit allen Vertretern, die wirklich was dazu sagen konnten auf der zentralen Ebene. Also der Herr Goye von der Staatskanzlei, der jetzt Finanzminister wird, die Frau Hannelore Kohl, die erste Vorstandsvorsitzende der Ehrenamtsstiftung, Frau Claudia Ring, der ich besonders dankbar bin,
dankbar bin, Referatsleiterin im Sozialministerium, die immer Zeit für mich hatte, für meine Nachfragen. Herr Nikolaus Voss, der Staatssekretär im Sozialministerium, auch heute da, Frau Ring ist ja auch heute da, und Frau Letrari, die es auch einrichten konnte, mir noch einen Termin zu gewähren. Sie ist ja sozusagen erst seit dem letzten Jahr die Geschäftsführerin in der Ehrenamtsstiftung MV. Dann auch wieder besonders dankbar bin ich Herrn Jens Herzog, der beim DRK die gesamten ehrenamtlichen Aktivitäten koordiniert und vor allem auch jene Aktivitäten, die ich sehr wichtig finde, die das DRK quasi als Verband nicht für sich selbst macht, sondern im Auftrag der Landesregierung. Also die 14 regionalen Ehrenamtskoordinatoren und schon länger schon erwähnt die Ehrenamtsmessen. Ja, dann habe ich es natürlich für notwendig gefunden, auch Herrn Jan Holze zu interviewen, jetzt Geschäftsführer bei der DSEE, aber der natürlich die Ehrenamtsstiftung MV mitgegründet hat und geleitet hat bis zum letzten Jahr. Also das war ein sehr umfangreiches Material und auch ein sehr verschiedenartiges, vielfältiges Material, das ich versucht habe, dann zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Auch sehr wichtig war ein virtueller Workshop, den wir im August in Mecklenburg-Vorpommern virtuell gemacht haben. Engagement fördernde Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern, Herausforderungen, Bedarfe. Und da wurde ausdrücklich nicht die zentrale Ebene befragt, sondern die regionale und auch die lokale Ebene. So nachdem, ich werde das nochmal besprechen, so nach dem Motto, was kommt denn nun von der Wahrnehmung und von den Maßnahmen auf zentraler Ebene sozusagen in den Regionen und in der Wahrnehmung auch lokal an, bei denen, die sich natürlich mit dem Thema auskennen und auch schon lange engagiert und unterwegs sind, hier sozusagen im Rahmen von Strukturen die Situation zu vernetzen und das Engagement zu fördern. Da hatte ich zwei sehr dankbare Leitpersonen, Herrn Herzog, den ich schon erwähnt hatte vom DRK, und dann auch ausdrücklich will ich da nochmal loben Frau Karin Grulke, die ja früher das Landesnetzwerk im MV geleitet hat und jetzt in Parchim sehr aktiv ist. Zum Beispiel möchte ich das ZIP als Infrastruktur, also zusammen mit Parchim, erwähnen, das fast nur ehrenamtlich 160 Vereine regional vernetzt. Also das ist eine enorme Leistung. Dann hat mich die Verwaltungsebene der Ämter interessiert. Wir konnten 4 Ämter schön gestreut über Mecklenburg-Vorpommern gewinnen. Und auch die Ebene war mir sehr wichtig, mal abzubilden. Also wie denn sozusagen quasi von der untersten Verwaltungsebene, die es ja nur in Mecklenburg-Vorpommern gibt und in keinem anderen Bundesland unterhalb der Kreise, wie hier die Sicht eigentlich ist und wie hier sozusagen Infrastrukturpolitik ganz lokal und regional ankommt. Dann die MMZ war mir natürlich sehr wichtig und da war ich eigentlich ganz froh, dass ich sowohl erfahrene MMZ hatte, die ich teilweise noch kannte aus meinem Gutachten von 2017, aber auch MMZ dabei hatte, die erst neu anfangen und sozusagen die Perspektive eingebracht haben, was es heißt, sozusagen quasi sich als MMZ neu in eine lokale und regionale Struktur einzuarbeiten und da zu etablieren. Dann hatten wir 2 Landkreise dabei, die parallel, das war auch eine sehr interessante Erfahrung, in ein Bundesförderprojekt des Landwirtschaftsministeriums Hauptamt stärkt Ehrenamt dabei sind. Hier war mal der Abgleich sozusagen einer Bundesförderung sozusagen mit Landesstrukturen interessant. Und das hat zum Beispiel Beobachtungen ergeben, dass hier Parallelstrukturen offensichtlich teilweise sind, die sich nicht unbedingt günstig immer überlappen. Und dann hatten wir auch da, wo engagierte Stadt schon gut funktioniert und vor allem auch finanziert ist und dann von der Kommune politisch gut unterstützt wird, hatten wir die Frau Juliane Hecht-Pautzke dabei, die uns diese Perspektive dargestellt hat, die ja vielleicht auch gut wäre für engagierte Stadt. Vor allem, dass da auch mehr bei den anderen Städten, die sozusagen jetzt da nominiert sind oder sich entwickeln in Richtung engagierte Stadt, dass da mehr Finanzierung kommt und auch mehr politische Unterstützung. Gut, das war sozusagen das gesamte Arbeitsprogramm und jetzt möchte ich so ein bisschen Überblick geben,
was nun herausgekommen ist. Und dann müssten wir wieder versuchen, auf die nächste Folie zu kommen. Über das nette Bild hinaus, was wir da haben. Da kann ich mir schon mal die Stimme. Wir arbeiten uns voran, ich fange jetzt auch schon wieder an. Ja, wenn man, wir haben es auch beim Staatssekretär gesehen, wenn man sozusagen in Mecklenburg-Vorpommern rangeht an die Infrastruktur, an die Landschaft des Engagements und der Infrastruktur, muss man natürlich zunächst erstmal bei der Ehrenamtsstiftung anfangen. Das ist nun wirklich eine sehr auffällige zentrale Struktur und auch eine bürgernahe Struktur, wie ich feststellen konnte, die sozusagen nicht in den Staatsapparat integriert ist, genauso wie es der Ministerpräsident Sellering, der ja damals als treibende Kraft dahinter stand, gewollt hatte. Da haben wir folgende Situation. Wir haben quasi jetzt die Einarbeitung einer neuen Geschäftsführung und die Frage ist, was wird die Kontinuität sein und was ist, wenn sozusagen eine neue Geschäftsführung da ist, wie es immer auch verständlich ist, die neuen Akzente sein. Soweit ich das erkennen kann, findet in der Stiftung im Moment eine Organisations- und Personalentwicklung statt, sozusagen eine, ja, wenn man so will, Auffrischung, neue Durchorganisation in der Stiftung, sozusagen in eine interne Auffrischung der Struktur, wenn man das so interpretieren will. Die Stiftung ist, das ist interessant, da ich ja auch noch Thüringen bearbeite, tatsächlich nicht so zentral aufgestellt im Sinne der Verfügung über Ehrenamtsmittel, die es zu verteilen gibt, wie in Thüringen. Also in Thüringen läuft über die Ehrenamtsstiftung, laufen auch die Mittel, Unterstützungsmittel der Sozialverbände, also der großen Wohlfahrtsverbände und teilweise auch des Sports. Das ist sozusagen nicht der Kernpunkt in Mecklenburg-Vorpommern. Und es ist auch sehr auffällig, dass die Stiftung sich sehr direkt an die, wie es auch der Ministerpräsident Sellering sagt, an die Struktur des kleinteiligen Engagements wendet, also weit gestreut über das Land bis hin zum kleinsten Verein mit gar nicht so vielen Mitgliedern, die aber umso mehr kleine Unterstützung und kleine unkomplizierte, auch unkompliziert abrechenbare Beträge bekommen, aber eben auch all das, was schon angedeutet wurde, an Beratung, an rechtlicher Beratung. Und ich weise auch immer darauf hin, es wurde ja jetzt schon auf die steuerrechtliche Beratung hingewiesen. Es sind ja sicherlich auch Praktiker hier vor Ort. Wer schon mal ein Dorffest durchgeführt hat, weiß, da sind nicht nur Steuerfragen gefragt, da ist auch Ordnung und Sicherheit, da ist sozusagen alles, was sozusagen kommunal und vor Ort rechtlich abgesichert werden muss. Bei allem kann man sich sozusagen, kann man gegen Gesetze verstoßen potenziell und sollte man entsprechend beraten sein und auch entsprechend von der Kommune unterstützt werden. Diese kommunale Ebene und auch die regionale Ebene der Unterstützung fürs Engagement ist sehr wichtig. Und die Frage ist, ob es der Stiftung gelingt, sozusagen über diese punktuelle Beratung der kleinen Infrastrukturen oder kleinteiligen Infrastrukturen über die Ausreichung von Fördermitteln, die ja schon sehr gut funktioniert, in der Flächendeckung, in der Breite tatsächlich die gesamte Szene mit abzudecken oder ob es da weitere Zwischenglieder braucht, weil das Land eben sehr weit ist, sehr kleinteilig ist, ja sehr weitläufig ist und ja auch die Verwaltungsstrukturen zum Beispiel durch die Kreisreformen ja auch recht ausgedünnt sind und im Endeffekt dann letztlich alles an den Ämtern hängt. Die Ämter hatten wir, wie gesagt, im Workshop haben wir festgestellt, die Ämter haben eigentlich kaum spezielles Fachpersonal, das sich jetzt sozusagen mit Engagementförderung beschäftigen kann. Was gut ist, ist bei den Ämtern, dass oft die Leute selber in den Vereinen sind oder selbst in Personalunion mit den kleinteiligen Strukturen direkt zusammenhängen. Dann klappt das natürlich gut, aber das kann natürlich sozusagen nicht die Lösung sozusagen sein für alle Ämter und für alle Strukturen. Ja, und mit der Frage habe ich mich in der Studie, die Ihnen ja
auch vorliegt sozusagen, also oder dem Teil der Studie, muss man eigentlich sagen, diesen 8 Seiten, ist vielleicht nochmal auch ganz wichtig, Holger darauf hinzuweisen, ne, dass das ja nur ein Teil einer viel umfassenderen Ausarbeitung ist, wo zum Beispiel auch die vielen lokalen Einrichtungen, Seniorenbüros, Freiwilligenagenturen, soziokulturelle Zentren, das sind ja Hunderte, die quasi im Bereich von der Region in Mecklenburg-Vorpommern und auch in den anderen Ländern unterwegs sind und die ja der Stefan Bischoff auch kartografiert hat. Da werden also sozusagen auch kartografische Verteilungen vorgestellt. Das gehört natürlich alles noch mit dazu. Man ist jetzt hier sozusagen nicht Teil der Ausarbeitung. Aber interessant ist, aus dem Gespräch eben mit der Ehrenamtsstiftung, dass da im Moment jetzt erstmal Reflexionen einsetzen, wie jetzt welches Verhältnis die Stiftung zu den MMZ gewinnen soll. Und da kommen wir auf einen Punkt. Ich komme gleich sozusagen zu dem Oberpunkt Sozialministerium, dass das ein Unterschied ist im Vergleich zu Thüringen. In Thüringen sind die Freiwilligenagenturen, also die eng mit der Stiftung zusammenarbeiten, der Stiftung zugeordnet sozusagen, also mit der Stiftung direkt assoziiert. Die MMZ gehören aber ganz eindeutig zum Sozialministerium. Und da besteht, na, bleiben wir nochmal da drin. Bitte zurück. Das war jetzt zu schnell. Und die hat die Fachaufsicht organisiert, den Austausch, die Weiterbildung. Wir müssen noch eins zurück wieder. Legt darauf natürlich auch Wert. Also sozusagen, wir haben quasi hier das nicht so gebündelt in einer Hand wie in Thüringen, dass sozusagen verschiedene Aspekte der strukturellen Engagementförderung sich in der Stiftung bündeln, sondern dass sich bestimmte Stellen in Mecklenburg-Vorpommern das sozusagen aufteilen. Und da entsteht natürlich, das werde ich nachher nochmal betonen, ein Kommunikationsbedarf. Wenn zwischen diesen entsprechenden Stellen. Das alles soll ja im Grunde eine Struktur sein, die zumindest eng miteinander vernetzt ist, eng miteinander kommuniziert. Und das ist, kann ich hier schon rausarbeiten, eine besondere Aufgabe in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Stiftung ist es unabhängig bei den MMZ. Wir sind sehr froh, dass wir diese Stiftung haben. Andere Länder hätten gerne eine. Auch mit diesen Strukturen und mit der Manpower oder Womenpower, wenn man es nennen will. Aber die Stiftung selber hat schon gemerkt, dass sie sozusagen angesichts des Bedarfs, der im Lande besteht, eigentlich schon längst ausgelastet ist. Und es wäre viel mehr Bedarf da. Und hat sie auch beziffert, quantitativ, in Strategien, die sie eigentlich gar nicht im Moment mit den Ressourcen abdecken kann. Bei den MMZ ist sogar noch stärker, wenn wir speziell darauf eingehen. Wir haben eine MMZ pro Landkreis und Sie wissen, wie groß Landkreise, nehmen wir Mecklenburgische Seenplatte, wie groß die sind, wie weitläufig die sind. Aber natürlich müssen wir realistisch sein, wo müssen die Ressourcen kommen. Aber das wird uns natürlich nicht davon abhalten, mehr Ressourcen zu fordern. Und das hatten wir am Einstieg auch sozusagen nachdem wir uns gefreut haben, dass der Herr Goy jetzt Finanzminister wird heute, vielleicht bringt das ja auch ein bisschen was für das Thema, nachdem er ja doch stark dahinter steht, wie ich das in dem Gespräch auch gespürt habe. Gut, Herr Gensicke, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Wir müssen ein wenig auf die Tube drücken, weil wir haben jetzt noch 7 Minuten, 6 Minuten bis zum Übergang in die Workshops. Und wir möchten ja auch noch Zeit für Rückfragen ermöglichen. Ja? Okay. Gut, dann gehe ich das mal schnell durch. Wie gesagt, ich betone auf, weise ausdrücklich nochmal auf die Ehrenamtskoordinatoren hin. Jetzt ist das Bild wieder weg. Die sozusagen noch eine infrastrukturelle Maßnahme ist, die auch über das Sozialministerium läuft. Und jetzt müsste ich die Stiftung wieder, das Bild wieder sehen, was ich nicht sehe. Jetzt sind wir wieder eins zu weit. Hoffentlich wird mir das nicht von der Zeit abgezogen. Also ich wollte zumindest mal schnell noch pauschal was zum Sozialministerium sagen. Sophie, kannst du noch mal eine Seite vorblättern, bitte? Genau, wenn man ist gerade irgendwo. Gut. Genau.
Also ich gehe jetzt mal schnell drüber, das kann man ja dann sozusagen jetzt mal schnell lesen und mal durchgehen. Die MMZ sind natürlich ein wichtiger Teil sozusagen neuerer Infrastrukturbildung. Man muss das auch hervorheben. Die haben jetzt quasi eine 80% Stelle finanziert gekriegt. Vorher war die Finanzierung viel dünner. Das können Sie auch im Text nochmal genau nachlesen. Auch die Sachkostenausstattung ist deutlich besser geworden. Aber wie gesagt, die Landkreise sind sehr groß und eigentlich bräuchte man mindestens noch eine zweite pro Landkreis. Dann gehen wir mal weiter auf die nächste Folie. Schaffen. Schon, ist schon die letzte und da ist sozusagen nochmal aufgelistet, was ich da so an wesentlichen Herausforderungen sehe. Also die Finanzierung hatte ich schon angesprochen. Natürlich muss ich die Probleme ansprechen. Strategiefonds wurde eben genannt. Ne, der speiste sich aus Haushaltsüberschüssen bisher. Ja, die werden wir nicht mehr haben. Ne, wir müssen aufpassen, dass die Verschuldung sozusagen nicht zunimmt. Aber von quasi Quellen aus Haushaltsüberschüssen werden wir wohl die nächsten Jahre nicht haben. Also das ist immer diese Realistik, die ich da bringe, und Strukturen müssen dann auch Strukturen sein. Also die dürfen nicht projektartig sein, wenn sich ehrenamtliche Engagierte darauf verlassen sollen. Und dann wäre ein einheitliches Verständnis der Strukturen auch gut. Das ist das, was ich auch meine mit der Kommunikation zwischen Zuständigen und Beteiligten, teils der Stiftung, vor allem aber der MMZ. Da hat allein das Projekt jetzt schon sozusagen, dass ich mit den verschiedensten Zuständigen geredet habe, auch schon die Kommunikation in Gang gebracht. Also insofern hat das sozusagen auch schon praktische Auswirkungen. Wir sind sozusagen nicht nur reine Theoretiker hier. Ja, Parallelstrukturen hatte ich schon angedeutet. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, das so weitläufig ist und so dünn besiedelt, brauchen wir eine synthetische Nutzung aller vorhandenen Strukturtypen. Ich muss sozusagen alles optimal ausnutzen, was vielleicht im ganz reichen Westland nicht unbedingt so drückt, zwar auch immer ganz gut wäre. Ja, dazu braucht man überhaupt aber erstmal einen Überblick über vorhandene Strukturen in der Fläche. Da tragen wir geradezu bei mit dem Projekt. Aber wir haben es festgestellt, eine junge MMZ, die anfängt, quasi einen Landkreis zu erobern, merkt, es gibt völlig unübersichtliche Strukturen. Es gibt enorm viel, aber viel Unvernetztes. Dann das Kreuz und Quer zwischen Bund, Land, Region und Ort muss besser vernetzt werden. Das ist ganz wichtig. Dann brauchen wir pauschale Budgets, besonders auch bei den MMZ. Nicht jede Kleinstrechnung muss geprüft werden oder muss eingereicht werden. Das frustriert und lenkt die Kolleginnen sozusagen von der eigentlichen Arbeit ab. Die können in der Zeit nämlich nicht beraten und sich um die Leute kümmern. Bürgernahe Strukturen, das beginnt bereits beim vertrauensvollen Umgang mit den Beschäftigten in den Strukturen, also den Strukturen, die das Land einrichtet und erst recht natürlich den lokalen Strukturen, die lokal gewachsen sind. Da muss Vertrauen da sein, dass man nicht jede 30-Cent-Rechnung sozusagen abrechnen muss und rechtfertigen muss, warum man die hat. Man hat die Leute sorgfältig ausgewählt, dann kann man ihnen auch vertrauen. Ja, was wir generell, jetzt schließe ich schon ab, was wir generell festgestellt haben, wir haben die zentrale Ebene befragt und die dezentrale. Da gibt es ein Wahrnehmungsgap. Was ich natürlich verstehe, dass die zentrale Ebene der Meinung ist, sie ist schon wesentlich weiter mit der Erschließung der Fläche, mit der strukturellen, mit dem Ausbau der Infrastruktur. Das stellt sich dann aber in den dezentralen Strukturen dann eingeschränkter dar. Und ich glaube, diese Wahrnehmungsebenen müssen besser miteinander verbunden werden. Da muss mehr Kommunikation erfolgen, mehr Ausgleich erfolgen. Und was ist das Hauptziel des Ganzen? Natürlich eine flächendeckende, lebenskräftige, unvernetzte Infrastruktur, die das ehrenamtliche Engagement nachhaltig absichert und anregt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann sind wir soweit komplett und ich darf Sie willkommen heißen zum zweiten, nein, eigentlich zum dritten Teil unseres Fachgesprächs, unserer heutigen Veranstaltung. Wir befinden uns jetzt schon in der Abschlussgesprächsrunde und wir haben ja jetzt schon
trotz der kurzen Zeit, die wir zusammen sind, schon einiges erfahren, wie ich finde. Also wir haben schon ausführlich darüber gesprochen, was es braucht, um Strukturen langfristig zu stärken, wo besondere Bedarfe der Infrastrukturstärkung im Land Mecklenburg-Vorpommern liegen. Und was ich interessant fand, war, dass bisher eigentlich diese besondere Situation noch gar nicht so stark zur Sprache kam, in der wir uns alle befinden, in der sich auch Infrastruktureinrichtungen befinden. Und vielleicht können wir das ja jetzt auch in unserem Abschlussgespräch noch ein bisschen stärker in den Blick nehmen, denn die Strukturen der Engagementförderung stehen ja unter besonderem Druck aktuell, auch angesichts der Corona-Pandemie, angesichts der Kontaktbeschränkungen, der Konsequenzen aus der Corona-Pandemie, gerade auch mit Blick auf Demokratiestärkungsfragen, von denen ich weiß, dass sie die eine oder den anderen unter Ihnen auch sehr umtreiben und die Frage eben, wie Engagementförderung auch noch besser auf Demokratiefragestärkungen einzahlen kann. Ja, und gleichzeitig ist ja die Bedeutung der Infrastrukturen auch besonders hoch. Deswegen freue ich mich ganz besonders, hier fünf sehr kompetente Akteurinnen aus dem Land zum Gespräch einladen zu dürfen. Und zwar zum einen Frau Claudia Ring, welche sich freundlicherweise heute bereit erklärt hat, anstatt Herrn Staatssekretär Voss heute hier zu übernehmen. Herzlich willkommen, Frau Ring. Frau Ring ist Referatsleiterin im Sozialministerium, unter anderem für das ehrenamtliche Engagement in Mecklenburg-Vorpommern zuständig und ist im Rahmen dieser Zuständigkeit als Fachaufsicht über die Mitmachzentralen tätig, übernimmt auch Fragen der Förderung, der Ehrenamtskoordination und auch Ehrenamtsmessen fallen in ihren Zuständigkeitsbereich. Herzlich willkommen, Frau Ring, auf unserem kleinen digitalen Podium. Der zweite in der Runde, den ich hier begrüßen darf, ist Jan Holze von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Jan Holze ist, Sie kennen ihn, glaube ich, alle, Vorstand und zwar seit Juli 2020 gemeinsam mit Katharina Piranitsch, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Diese wurde ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt als wirklich herausragendes Beispiel der Engagementförderung auch im Land und alle sind ganz glücklich darüber, dass die Stiftung jetzt hier gegründet wurde. Zuvor war Jan Holze Gründer und Geschäftsführer der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Und damit komme ich auch gleich zu Frau Dr. Letrari, denn Frau Dr. Adriana Letrari ist quasi die Nachfolgerin von Jan Holze als Geschäftsführerin der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier mitdiskutieren, Frau Dr. Letrari. Ich finde das ganz spannend, denn Sie sind im Grunde ja auch in Ihrer Promotion, aber auch in Ihrer aktuellen Tätigkeit in der Praxis ganz zentral mit Managementfragen von Non-Profit-Organisationen befasst, haben also hier einen ganz besonderen Blick auch auf Fragen der Engagementpolitik. Und da bin ich ganz besonders gespannt, auch wie Sie denn die Bedarfe im Land einschätzen und die Herausforderungen. Herzlich willkommen an Herrn Dr. Holze und Frau Dr. Letrari. Kirsten Wagner von der Nordmetall-Stiftung, mit welcher wir heute auch in Kooperation diese Veranstaltung hier durchführen, darf ich auch sehr herzlich willkommen heißen in der Runde. Frau Wagner ist seit Juli 2011 Geschäftsführerin der Nordmetall-Stiftung. Und auch hier sind wir sehr neugierig, Frau Wagner, was Ihr Blick auf die spezifischen Gegebenheiten in Mecklenburg-Vorpommern uns vielleicht auch für Impulse für weiterführende Fragestellungen der Engagementpolitik und Infrastrukturstärkung ergibt. Ja, und dann haben wir leider eine Absage auch erhalten von Herrn Landrat Sternberg. Wir müssen aber nicht ganz so traurig sein, denn wir haben Frau Scholz, Heike Scholz, Beigeordnete, hier mit bei uns im Raum. Ich bin besonders dankbar, dass Sie ganz kurzfristig eingesprungen sind, Frau Scholz, und den Landkreis Ludwigslust-Parchim hier vertreten mit Ihrer Expertise. Herzlich willkommen. Ja, und dann legen wir doch gleich los. Also ich bin ja ganz gespannt, wie Sie auch auf dem Podium so die Zukunftsaussichten einschätzen. Wir haben uns jetzt ganz stark mit der aktuellen Situation befasst bislang in dieser Veranstaltung. Und jetzt würde ich gerne ganz kurz von Ihnen sowas wie ein kurzes, knappes Eingangsstatement hören. Stellen Sie sich vor, Sie blicken aus dem Jahr 2031 ganz zufrieden und gesättigt zurück und denken sich, ach, die Engagementförderung in Mecklenburg-Vorpommern, die hat sich in den vergangenen Jahren doch richtig gut weiterentwickelt. Was würden Sie denn sagen in ein, zwei Sätzen, wenn Sie sich diese Situation vorstellen? Über welchen Erfolg
für die Engagementförderung oder gerne auch spezifisch für Infrastrukturstärkung im Land Mecklenburg-Vorpommern würden Sie ganz besonders gerne berichten können? Welchen Erfolg möchten Sie hervorheben? Wir beginnen mal gerne mit Claudia Ring, bitte. Also einmal wünsche ich mir starke Mitmachzentralen, die personell und mit Sachkosten entsprechend aufgestellt sind, um also insbesondere in den 6 Landkreisen dieser Größe gerecht zu werden. Und darüber hinaus wünsche ich mir ein stärkeres Engagement der kommunalen Ebene in Form von Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Kreisverwaltung, in der Stadtverwaltung zuständig sind für ehrenamtliches Engagement. Können Sie da mitgehen, Frau Scholz? Wie sehen Sie das? Wie würden Sie 2031 gerne auf erfolgreiche Weiterentwicklung zurückblicken? Ja, ich würde sagen, wie gut es ist gewesen, dass wir seinerzeit die Rahmenbedingungen geschaffen haben als Landkreis, um von der Geburt bis zur Bahre, wenn ich das mal so ausdrücken darf, Angebote zu schaffen. Ja, die Rahmenbedingungen, das kam ja auch, denke ich, wenn ich mir den heutigen Tag so angucke, an jeder Ecke und Kante nochmal zu sprechen. Und das muss uns gelingen. Und vielleicht kommen wir ja später nochmal dazu, dass wir uns immer fragen, für wen und warum machen wir das? Danke, Frau Scholz. Frau Dr. Letrari, wie sehen Sie das? Vielleicht aus einer Managementperspektive. An welchem Erfolg lassen Sie uns teilhaben? Ja, also in meiner Welt würde in 10 Jahren es gelungen sein, dass man sich darauf verständigt hätte, dass es eine Person mit einem starken Mandat gibt, welches tatsächlich die Akteure im Land zusammenführt und auch hier ein Organisationsentwicklungsprozess, wie wir ihn jetzt in der Stiftung ja auch gerade durchführen und wie wir ihn jetzt auch als Programm für die Vereine im Land anbieten, durchgeführt worden ist. Und da, wie meine Vorrednerin gerade schon sagte, beginnen wir damit, dass wir unsere Zielgruppe analysieren und dann schauen, wer übernimmt daraufhin welche Maßnahme, um auf welches Ziel einzuzahlen. Und ja, jetzt stellt sich, und darüber werden wir hoffentlich auf diesem Podium sprechen, weil auch das ich verstanden habe bei Staatssekretär Voss, sich die Frage, wer ist der Akteur? Wer ist dieser Akteur mit dem starken Mandat? Frau Wagner, welchen Erfolg resümieren Sie 2031? Ich habe jetzt die Schwierigkeit, die Grätsche zwischen Frau Ring und Frau Letrari zu bilden und zu sagen, ja, die Ämter werden 2031 gestärkt werden und da werden Menschen koordinieren und starkes Mandat natürlich genauso in die Institutionen, die über das ganze Land verteilt sind, Frau Dr. Letrari. Aus Nordmittel-Stiftungsperspektive würde ich sagen, großer Erfolg zu vermelden ist das Lernen durch Engagement, also die Schule schon beibringt, wie man sich ehrenamtlich engagieren kann und das nicht nur im Land, sondern auch bei der Lehrerausbildung, dass jetzt nicht nur Kinder erfahren werden, sondern dass Lehrer auch wissen, wie man das beibringen könnte. Anderes großer Erfolg wäre, mehr Mut gemacht zu haben in den letzten Jahren und mehr Anerkennung für Menschen, die sich engagieren, zu etablieren. Dass also wirklich die sich einbringen, das weiterhin tun, sich besser vernetzen können und da am besten unterstützt sind, wenn alles Digitale nur so flutscht und vielleicht auch noch der Bus fährt oder Mobilität unterstützt wurde. Mhm. Danke, Frau Wagner. Und last but not least, Jan Holzer. Ich glaube, das Finanzielle ist das eine, das wurde ja eben schon genannt, das dann konkretisiert wird in konkreten Programmen wie LDE von Kirsten Wagner genannt. Was mich natürlich umtreibt, ist, dass das Thema jeder arbeitet am Thema Engagement. Und ob es jetzt kommunale Kreisebene oder Landesebene ist, ich würde mir wünschen, dass das Ganze noch mehr ineinander greift und diejenigen Stellen, die sich das Thema Ehrenamt auf die Fahnen geschrieben haben, auch gestärkt durch die anderen Institutionen dann noch besser und noch viel mehr ihre Arbeit machen können. Ich denke an Frau Ring zurück, die mir an der einen oder anderen Stelle durchaus, wie soll ich sagen, mit Sorge berichtet, dass andere Institutionen auf Ebene der Landesregierung manchmal auch oder andere Dinge machen. Und ich würde mir da einfach wünschen,
wünschen, dass das auch im Sozialministerium entsprechend ankommt, dass die anderen Institutionen des Landes anerkennen, wo sich um das Thema Ehrenamt gekümmert wird, zusammen mit der Stiftung, und dass das dann auch eine gewisse Speerspitze bildet. Ja, danke schön für diese ersten Eingangsstatements. Ich habe jetzt hier im Hintergrund einen Halt, vielleicht können wir mal alle auf stumm stellen. Vielen Dank, ich glaube, jetzt ist es besser. Ja, ich bin gespannt. Also wir hatten eingangs ja zum einen gehört, dass viele spannende neue Kooperationen auch im Land zu beobachten sind. Das war ja auch ein Ergebnis der Studie. Welche Ergebnisse sind Ihnen denn hier auf dem Podium als besonders relevant in Erinnerung? Wir hatten ja auch also die vielfältigen Herausforderungen gehört. Wir hatten von der Herausforderung, nachhaltige Strukturen zu schaffen, natürlich gehört, aber auch der Herausforderung der Vernetzung. Welche Ableitungen ziehen Sie denn aus den Ergebnissen der Studie bezogen auf die Engagementförderung in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt speziell auf Ihren Wirkungsbereich, Frau Dr. Letrari? Das würde mich interessieren. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken, tatsächlich auch an das Forschungsteam und an die Veranstalter dieser Veranstaltung für die empirischen Daten. Denn empirische Daten sind ja immer die Grundlage dafür, dass wir uns auch strukturiert und systematisch unterhalten können und Ziele auch formulieren für diese Runde. Die Frage ist ja jetzt gewesen, was ist mein Eindruck im Grundsätzlichen? Und mein Eindruck im Grundsätzlichen ist, dass viele Bürgerinnen und politische Akteure sich die Engagementförderung in den vergangenen Jahren als unerlässlich erachten im Land. Und wir sprechen, und das möchte ich als Politikwissenschaftlerin auch gerne noch mal einlassen, auch von einem Bundesland wie alle ostdeutschen Bundesländern, welches immer noch und auch so bleiben wird, denke ich, ein Transformationsraum ist, welches sich nach wie vor in der Suche nach Gesellschaft befindet, nach einer kollektiven Erfahrung des Verlustes auch von Gesellschaft. Das heißt, ich nehme wahr, dass sich in erster Linie, und das finde ich, möchte ich einlassen als Idee eines sich gemeinsam Erlebens, dass man gemeinsam an der gleichen Sache arbeitet. Ich erlebe sozusagen die Engagementfördernden als diejenigen, die sagen, Engagement unterstützen wir deshalb gerne, weil es ein Demokratiemotor ist und verstehen es auch so, weil wir verstehen, dass sozusagen im Engagement, im Ehrenamt tatsächlich auch in der kleinen Praxis Demokratie erfolgt. Ja, also nicht nur die Wahl am Wahlabend, sondern auch das Dorffest und die Organisation dessen ist sozusagen das Förderungswürdige bei einer AfD als zweitstärkste Kraft auch nach dieser Landtagswahl im Landtag. Das heißt, damit wir nach innen das Thema gesellschaftlichen Zusammenhalt weiterhin stärken können und es auch nach außen im Sinne eines positiven Images für Mecklenburg-Vorpommern weiter betreiben, ist es sozusagen für uns, finde ich, total erforderlich im Sinne eines Purpose tatsächlich dieses Engagement zu stärken. Als Rückkehrerin, ich bin ja in Neustrelitz geboren, in Rostock aufgewachsen, dann wie viele Wendekinder durch die Welt und nun wieder da, habe ich mich aber tatsächlich dann auch in dieser Rolle vor einem Jahr in meinem Dienstantritt gefragt, gab es eigentlich Architekten, gab es tatsächlich Personen, einen Personenkreis, die gesagt haben, wir wollen eine engagementfördernde Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern aufbauen? Und haben die sich was dabei gedacht, wie die aussehen soll? Diese Frage stellt sich mir jetzt seit 14.30 Uhr nochmal ganz konkret und ich bin sehr dankbar, dass Sie die hier heute zum Thema machen, weil ich glaube, um die Frage von Staatssekretär Voss zu beantworten, wie soll denn das nun weitergehen, und so verstehe ich auch den Impuls der Studie, muss diese Frage beantwortet werden, wer sind die Verantwortlichen für eine Landschaft der Engagementförderung, also für die Engagementpolitik in Mecklenburg-Vorpommern. Gleich die zentrale Frage zu Beginn. Vielen Dank, Frau Dr. Letrari. Und da würde ich gerne mal weiterleiten an Jan Holze, der ja auch schon so lange im Land unterwegs ist und die Strukturen kennt, die Akteure kennt, vielleicht auch was zu dieser Architektenfrage sagen kann. Aber natürlich sind wir auch gespannt, Jan Holze zu hören, welche Ableitungen du ziehst aus den Ergebnissen der Studie bezogen auf Engagementförderung in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, zu der Architektenfrage. Ich war ja selbst nicht der politische Kopf des Ganzen, wurde ja eingangs gesagt, dass das der Ministerpräsident war und die damalige Landesregierung, die sich das ausgedacht hatte. Wenn man so will, war ich nur das Werkzeug der Umsetzung. Insofern will ich da jetzt zur Architekturfrage gar nichts sagen, sondern das mögen die aktuell Verantwortlichen entsprechend für sich Rückschlüsse ziehen. Die Stiftung hat sich versucht, in diesem in dieser Gemengelage, würde ich es mal nennen, weder positiv noch negativ, ein Stück weit zu etablieren, mit der Aufgabe, als Kümmerer und Ansprechpartner dort aufzutreten. Ich glaube, das ist gelungen. Und jetzt muss man gemeinsam mit der Staatskanzlei, wo die Stiftung ja angedockt ist, überlegen, welche Rolle die Stiftung zukünftig einnehmen soll, auch gegenüber den anderen Institutionen der Landesregierung und der Landkreise und Kommunen. Für mich war ganz spannend eine Folie, die Holger Krimmer gezeigt hat, die mich persönlich immer wieder umtreibt, ist das Thema, was glaubt ihr eigentlich, ist Aufgabe des Staates und welche Arten von Finanzierung sollte es geben? Und das war für mich schon ganz spannend, dass einerseits natürlich die Erwartungshaltung ist, unsere Arbeit sollte vom Staat finanziert werden, aber die Arbeit selbst soll durch uns geleistet werden. Und dass das in anderen Bundesländern ein Stück weit auch anders aussieht, habe ich in der Vergangenheit durchaus auch so wahrgenommen, dass es eine hohe Bereitschaft gibt zum Engagement. Nicht umsonst ist in dem vergangenen Freiwilligen-Survey Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 1, was die Engagementbereitschaft und das Mitmachen angeht. Das spiegelt sich ein Stück weit auch darin wider. Aber auf der anderen Seite ist eben auch die Erwartungshaltung hoch, und zwar gegenüber den anderen Bundesländern auch am höchsten, dass die Dinge auch vom Staat finanziert werden sollten. Wobei nicht nur gesagt wird, dass das von Ebene der Landesregierung oder von den Landkreisen, sondern in irgendeiner Art von Finanzierung kommen soll. Und da würde mich natürlich auch nochmal interessieren, welche Möglichkeiten denn die Akteure in dieser Runde haben, dem entgegenzukommen, oder ob es vielleicht Zielrichtung ist, da ein Stück weit auch Erwartungsmanagement zu betreiben und die Dinge etwas einzudampfen, ohne am Engagement selber zu rütteln. Vielen Dank, Jan Holzer. Ja, eine Steilvorlage vielleicht für Claudia Ring, auch jetzt hier zu reagieren, direkt darauf einzugehen, auf diese Frage. Und gleichzeitig möchte ich aber diese Übergabe quasi auch verbinden mit der Frage auch an Sie, Frau Ring. Was nehmen Sie denn mit? Was leiten Sie ab aus den Studienergebnissen? Also einmal, was jetzt also die Finanzierung anbelangt, ehrenamtliches Engagement, ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir nochmal klarstellen, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern sich eben immer gegen eine Monetarisierung des Ehrenamtes ausspricht. Das heißt also, ehrenamtliches Engagement soll das bleiben, was es ist, nämlich unentgeltlich, freiwillig und selbstbestimmt in Bezug auf Umfang und Einsatzbereich, also Einsatzort. Aus der Studie mitgenommen habe ich, dass also die Mitmachzentralen, das Modell Mitmachzentrale, das auch meine persönliche Überzeugung, ein gutes Modell ist, um als engagementfördernde Struktur in einem Landkreis, in einer kreisfreien Stadt zu wirken. Dass also eine Mitmachzentrale besteht aus einer Person, die also zurzeit, Gott sei Dank, immerhin können wir es finanzieren, eine 80-prozentige Stelle in 9 bekommt, bei einer Größe wie in der Mecklenburgischen Seenplatte, vergleichbar mit dem Saarland, nicht auskömmlich ist, denke ich, ist also allen klar. Ich spreche ja hier auch nicht als Politikerin, sondern als Fachreferatsleiterin, die eben also ein besonderes Herzblut daran hat, dass die Mitmachzentralen gut aufgestellt sind und dann im Rahmen meiner Möglichkeiten dafür kämpft, dass die Mitmachzentralen eben also nicht nur auf Dauer, sondern eben also auch mit meinem Wunschdenken entsprechend personell und auch in Bezug auf die Sachkosten noch anders aufgestellt werden. Ich weiß allerdings natürlich auch, dass das alles eine Frage des Geldes ist, gerade wenn es um das ehrenamtliche Engagement geht, wenn es darum geht, also Reisekosten zu ersetzen von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Also wir reden eben immer sehr, sehr viel über Geld, weil es kostet eben alles Geld, auch wenn wir dieses Wort bis dato nicht in den Mund genommen haben, aber so ist es nun einmal. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass also das Modell Mitmachzentralen ein gutes Modell ist und dass ich auch glaube, dass also eine vernünftige und gute Zusammenarbeit mit der Ehrenamtsstiftung zwischen den Mitmachzentralen, aber auch meinem Fachreferat von nicht unerheblicher Bedeutung ist für
die Beförderung ehrenamtlichen Engagements bei uns im Land. Dementsprechend freut mich also sehr, weil Frau Dr. Litrari und ich kennen uns immer nur vom Bildschirm. Wir haben uns also noch nie persönlich gesehen, werden das aber nun endlich nächste Woche, so Gott will, schaffen und werden dann also auch gemeinsam darüber sprechen, wie eine zukünftige Zusammenarbeit, insbesondere zwischen meinem Fachreferat und der Ehrenamtsstiftung zur Beförderung des ehrenamtlichen Engagements aussehen kann. Ja, vielen Dank, Frau Ring. Sie sagten, Eingangsengagement sollte unentgeltlich bleiben und selbstbestimmt. Da sind wir sicherlich alle einer Meinung. Ich hatte jetzt also sowohl die Ergebnisse der Stiftung als auch die Frage von Jan Holzer, aber schon auch stärker auf die Strukturen, auf die Infrastrukturen ausgerichtet verstanden. Und das ist natürlich immer eine spannende Frage. Also ich habe auch noch den Kommentar in Erinnerung aus dem Kreis der Teilnehmenden, dass diese Infrastrukturen ja auch im Land Mecklenburg-Vorpommern sehr vielfältig aufgestellt sind, dass auch Seniorenbüros da sind, auch Freiwilligenagenturen. Und wer weiß, vielleicht möchte Frau Dr. Letrari hier auch nochmal anknüpfen, auch nochmal ihre Aufgabe als Stiftung erläutern und ne, als die Struktur nochmal ein bisschen auch besser vorstellen. Ja, wunderbar, liebe Frau Schweib, Sie bringen die Sache auf den Punkt. Ich möchte noch mal eine Konkretisierung vornehmen. Ich meinte mit Architekten der Engagement, der Landschaft, der Engagementförderung nicht die Architektur der Stiftung und die Architekten der Stiftung, sondern genau diese Vielzahl. Das war ja das tolle Ergebnis heute dieser Veranstaltung, dass wir alle einen Überblick darüber bekommen haben, welche Institutionen in ihrer Vielzahl Engagierte im Land unterstützen. Und der Auftrag ist ja genau der, zu gucken, wie wirkt es entsprechend zusammen? Gibt es Schwerpunkte, die Einzelne bedienen? Gibt es Redundanzen, die abgebaut werden müssen? Entstehen Reibungsverluste? Können wir Professionalisierung, aus der Professionalisierung, die Einzelne machen, auch andere anstecken und. Und da stellt sich die Frage, wer ist dafür zuständig? Und das ist mir ein großes Anliegen, weil das auch vorhin in dem Vortrag von Herrn Gensicker auch schon zur Sprache kam, noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass die Satzung der Ehrenamtsstiftung nicht vorsieht, dass wir ein Akteur der Engagementpolitik sind, sondern wir sind ein Akteur der Engagementförderung, so wie andere hier heute in diesem Kreis auch. Und unser Handeln und unsere Entscheidungen orientieren sich entsprechend auch danach. Ja, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Und deshalb würde ich mir super gern, also ich würde mir total wünschen, wenn ich heute mit einer Antwort rausgehen könnte, dass mir irgendjemand in diesem doch wichtigen Kreis, wir sind so viele heute, die Frage beantworten kann, wo in Mecklenburg-Vorpommern, wer hat die Schuhe an für Engagementpolitik? Wer ist dafür zuständig, die Landschaft der Engagementförderung in einen schönen Gleichklang zu kuratieren? Das ist eine gute Frage. Also aus BDE-Sicht, sage ich jetzt mal so, unter uns ist das natürlich eine Governance-Aufgabe. Deswegen finde ich es auch spannend, wie wir jetzt eben hier zusammensitzen. Und also ich hoffe doch, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht ein Akteur die Schuhe oder die Hosen anhat. Möchte aber jetzt gerne auch nochmal mit Ihnen über Herausforderungen zu sprechen kommen, die ja sicher auch in den drei verschiedenen Workshops durchaus auch noch pointierter nochmal auf den Punkt gebracht wurden. Ich habe von Konkurrenzen gehört, von instabilen Strukturen, von Projektitis anstatt von Strukturförderhorizonten. Also ich bohre jetzt in der Wunde, wie Sie hören, und möchte natürlich, dass Sie das mit mir tun, damit wir diese Herausforderung dann auch angehen können. Und schaue jetzt als erstes mal Frau Scholz an. Frau Scholz, wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen? Frau Ring, ich habe Sie nicht übersehen. Sie sind natürlich auch gleich wieder an der Reihe. Ja, ich würde vielleicht noch mal ganz ein bisschen zurückgehen wollen und sagen, der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat sich ja ein Kreisentwicklungskonzept erstellt. Und ich sage das deshalb, weil das für uns die Grundlage ist, um auch Bedarfe zu kennen und spezifische Situationen. Und da ist unter anderem auch drin lebenswerte Orte. Und unter dieser Überschrift auch das Ehrenamt. Und daraus haben wir die Notwendigkeit gesehen, dass wir nicht nur Projekte, sondern auch hauptamtliche Stellen haben versucht, die Strukturen hier für unseren Landkreis in der Verwaltung anzupassen, sind jetzt aktuell gerade dabei, umzustrukturieren und eben auch einen Fachdienst, in dem Projekte, Innovationen und dergleichen drin sind. Also vielleicht mal einmal, wo kommen wir her? Wir haben das Thema Ehrenamt, also aus dem Kreisentwicklungskonzept, wo Ehrenamtler mitgewirkt haben, versucht zu beantworten. Es ist nach wie vor so, dass, ich sprach davon, die Rahmenbedingungen so geschaffen werden müssen, dass es möglich ist.
Und ich glaube, die Frage kann man nicht beantworten, es ist der oder der. Das, aus der Sache heraus ist es ein Wir. Und ich kann jetzt bloß für den Landkreis Ludwigslust-Parchim sprechen, dass das bei uns einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und wir immer merken, egal in welcher Beratung wir sind, an irgendeiner Stelle sind wir immer und wir werden nicht müde zu sagen, das Ehrenamt. Wir sind ja aktuell auch dabei, zum Beispiel Ehrenamtskarte einzuführen. Das werden Sie sicher kennen. Und was man auch mal sagen darf, genau bei uns im Landkreis ist an der einen oder anderen Stelle auch eine besondere Mentalität. Da hilft manchmal plattdeutsches Wort, da geht es ganz einfach weiter. Also wie gesagt, die Rahmenbedingungen und wir als Landkreis haben uns dem gestellt und gehen weg nur rein von der Projektförderung, weil das bringt keine Sicherheit und ich brauche verbindliche Ansprechpartner und alles steht und fällt mit bestimmten Gesichtern und wie gesagt Ansprechpartnern. Danke, Frau Scholz. Frau Wagner, wo sehen Sie denn große Herausforderungen? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Die Anwesenden möchte ich natürlich nicht schelten, weil ich weiß, dass sie alles geben. Aber wir haben eben in unserer Diskussionsrunde auch so ein bisschen das Dilemma gesehen, dass es schwierig ist, mit Bürgermeistern zu arbeiten, die 20 Ortsteile unter sich haben. Und ich zitiere jetzt einen netten Gesprächspartner, also nicht nur meine Meinung, also dass es einfach schwierig ist, vom Dorf her diese Begegnungsräume, die wir brauchen, auszufüllen. Also genau dieser Ansprechpartner, den Frau Letrari sich wünscht, zu sagen, wer fühlt sich denn, wer ist denn koordinierend, wer sorgt denn dafür, dass es nicht Doppelungen gibt, wer hilft den leiseren Menschen, also dass nicht immer alles von Schlüsselfiguren, Alpha-Tiere war auch so ein Wort, was viel dominiert wird, sondern dass wirklich die Potenziale auch von jüngeren Menschen, von leiseren Menschen, von Menschen, die vielleicht die Sprache auch nicht so sprechen oder so, dass wir die mit abgreifen. Also da wirklich zu überlegen, gibt es nicht noch mehr Möglichkeiten auch auf Ämterebene runter ins Dorf, in die Dörfer mit zu agieren und da zu helfen, dass Strukturen gestärkt werden. Ja, ich sehe ein Nicken von verschiedenen Seiten. Jan, würdest du das ähnlich beschreiben oder siehst du andere drängendere Herausforderungen? Ja, angesprochenes Ergebnis der, oder wie ich die Studie für mich zusammenfasse, ist, die Landesregierung ist auf dem richtigen Weg, aber es reicht noch nicht aus. Mhm. Also die größten Landkreise der Bundesrepublik, wenn ich damit vergleiche, was im Saarland los ist, da versuche ich eine Formulierung zu finden, da sind wir noch nicht. So. Und es gab einige Politiker, die ja durchaus sich noch alte regionale Zuschnitte vorgenommen hatten und gesagt haben, eigentlich bräuchte es diese Stellen in diesen alten, kleineren regionalen Zuschnitten. Und jetzt haben wir natürlich Parallelentwicklungen, dass der Bund mit reinkommt und sagt, wir haben aber auch ganz tolle Ideen. Und wollen hier mal engagierte Stadt machen und wir wollen nochmal Hauptamt stärkt Ehrenamt machen. Und dann kommt man natürlich schnell auf den Trichter, machen die das jetzt auch nochmal? Und warum haben wir denn jetzt das auf Ebene des Staates, des Landkreises oder der Stadt? Und warum gibt es bei den Mitmachzentralen eher Träger, die außerhalb des Staates stehen? Ich würde mir wünschen, dass wir da vielleicht noch stärker zueinander finden. Ich glaube nicht, dass man das Geld des insbesondere des Bundes ablehnen sollte. Ich gucke in den Landkreis Ludwigslust-Parchim. Ich glaube, ihr seid ja auch froh darüber, dass dort Stellen geschaffen werden. Und meine Rückmeldung ist ja auch, dass es dort wenig Fluktuation gibt. Soll also heißen, die Stellen A gebraucht werden und B auch Zufriedenheit herrscht auf Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insofern, das ist das, was ich eingangs meinte. Wir müssen das irgendwie miteinander noch besser verschränken, damit die unterschiedlichen Unterstützungsprogramme dort auch wirken, wo sie wirken sollen und idealerweise noch mehr davon vorhanden ist, damit es auch regionaler noch kleinteiliger wirkt. Das ist so mein Fazit. Ja, spannend, Frau Ring. Sehen Sie das ähnlich? Würden Sie sich das auch, würden Sie sich an dieser Stelle auch mehr Klarheit wünschen, alle gemeinsam? Ja,
Frau Ring, genau. Ja, also einmal zu Frau Dr. Litvari und auch das, was Herr Holz hier auch angesprochen hat. Also es ist eben also kein einfacher, ja, es ist ein dickes Brett zu bohren. Die gesamten Ressorts, die alle in irgendeiner Form ehrenamtliches Engagement betreiben, weil ehrenamtliches Engagement ähnlich wie Seniorenpolitik eine Querschnittsaufgabe ist. Und es ist für uns als Fachreferat wirklich sehr, sehr schwer, alleine zusammenzubekommen, welches Ressort mit welchen Geldern was fördert. Als Beispiel, weil Frau Schulz jetzt vom Landkreis Ludwigslust-Parchim, ich habe durch Zufall, weil ein Artikel in der SVZ gewesen ist, erfahren, dass der Landkreis Ludwigslust-Parchim aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium zwei hauptamtliche Stellen gefördert bekommt im Rahmen dieses Programms. Da war ich also natürlich völlig überrascht und habe in meinem Referat gesagt, in der nächsten Runde, ich muss mal kurz also schlucken, der Bund finanziert im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei Vollzeitstellen für 3 Jahre. Daraufhin habe ich das Ganze gegoogelt, das Bundeslandwirtschaftsministerium, und huch und stelle fest, es gibt es nicht nur in Ludwigslust-Parchim, nein, auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist in diesem Förderprogramm. Und da sehen Sie eben mal, wie soll ich jetzt, auch an Frau Litvari gerichtet, wie soll mein Referat da in irgendeiner Weise etwas zusammenführen, wenn wir also keine Kommunikation zwischen Bund und Land haben. Das war auch etwas, was in der Gensicke-Studie vorkommt, was, glaube ich, auch Herr Herzog gerügt hat, dass also im Prinzip ganz viele Akteure im ehrenamtlichen Engagement unterwegs sind, weil sie dann irgendwelche Töpfe haben, wo sie drauf zugreifen können. Der Landwirtschaftsminister kann eben auch im Rahmen der Förderung ländlicher Räume Gelder zur Verfügung stellen, auch für ehrenamtliches Engagement, was mein Fachreferat zum Beispiel gar nicht hat. Und ich bekomme das nur durch Zufall mit. Ich kann Ihnen aber jetzt hier keine Lösung anbieten. Das ist ein gordischer Knoten, an dem ich also, seit ich jetzt in diesem Referat zuständig bin, versuche zu arbeiten, das ist nicht ganz einfach. Ich habe es bis jetzt einmal gut hingekriegt mit einem Kollegen, wenn es um also die Vernetzungsstelle bzw. Beratungsstelle für Seniorenernährung geht. Da haben wir das erste Mal, das ist auch viel über das ehrenamtliche Engagement, haben wir das erste Mal ressortübergreifend in diesem Bereich zusammengearbeitet. Also es ist nicht einfach. Und genauso wie eben, was ich ja auch eingangs sagte, ehrenamtliches Engagement findet vor Ort statt. Das heißt also in der Kommune, im Landkreis und natürlich in den Ämtern und in den Gemeinden. Und wenn man jetzt also eine Koordination haben möchte auf der kommunalen Ebene, muss es meines Erachtens also sowohl im Landkreis eine Person geben, die also das ehrenamtliche Engagement in den kreisangehörigen Städten oder einen Überblick überhaupt hat in den kreisangehörigen Städten, in den Ämtern und Gemeinden. Und dann muss es runtergebrochen werden, dass sowohl in den Ämtern als auch in den Gemeinden jeweils eine Person X oder Y für das ehrenamtliche Engagement zuständig ist. Aber wie schon gesagt, es ist eben eine freiwillige Aufgabe, und die kommunale Ebene entscheidet, wie sie ihr Personal mit was einsetzt. Ja, also ich versuche ja jetzt schon, ich habe jetzt Kontakt aufgenommen bei Ihnen im Landkreis Ludwigslust-Parchim, ist es bei Frau Dreger angesiedelt, dass ihr diese zwei hauptamtlichen Stellen, ich kenne Frau Dreger seit vielen Jahren aus der Frauenpolitik, ich habe mit ihr Kontakt aufgenommen, weil ich mich gerne einfach mal mit ihr verständigen möchte, wie sie dieses Projekt überhaupt umsetzt. Sie setzt das ganz anders um, als es zum Beispiel der Landkreis Vorpommern-Greifswald macht. Ja, um überhaupt da auch mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das sind auch so Themen, die ich eben ganz gerne in der nächsten Woche auch mal mit Frau Dr. Litvari besprechen möchte. Wie kriegen wir gemeinsam unser ehrenamtliches Engagement in MV mit diesen Schwierigkeiten, die wir haben? Weil die kriegen wir nicht wegdiskutiert. Ja, wie kriegen wir das auf die Reihe? Das wird nicht einfach. Liebe Frau Schwab, ja. Danke auf Antwort. Ja, natürlich. Antworten Sie gerne kurz. Und Sie alle, bitte machen Sie sich schon mal bereit. Jetzt gleich öffnen wir hier ein bisschen. Also nachdem Frau Dr. Litvari noch geantwortet hat, dann öffnen wir und dann können Sie sich auch einbringen. Wir haben ja auch unter anderem Frau Martin vom Bundeslandwirtschaftsministerium hier mit im Raum, die auch zuständig ist für Hauptamt, stärkt Ehrenamt. Vielleicht mag sie auch noch reagieren. Und Stefan Bischoff hat im Chat einen interessanten Vorschlag zu einer möglichen Stabsstelle und mit Querschnittsbefugnissen unterbreitet. Aber jetzt Frau Litvari. Ja, mich hat das jetzt sehr berührt, Frau Ring, was Sie gesagt haben. Ich fand das ganz toll, weil Sie waren
Sie haben jetzt ehrliche Worte gefunden. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es so, lieber Herr Ebert, liebe Frau Schweib, als Team der Organisatoren im Grunde hier so einen Impuls zu geben ins Bundesland. Auch noch einmal die Frage, sind denn alle, die dann potenziell für Engagementpolitik zuständig waren, also sind die auch entsprechend ausgestattet dafür? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt personell, sondern einfach auch von der Kapazität und von all den Problemlagen, die Frau Ring jetzt hier überzeugend gerade dargestellt hat. Also braucht es da vielleicht auch nochmal entsprechend Unterstützung, dass der Wille da wäre, dass man auch die Erkenntnis hat, was zu tun ist, aber dass man im Grunde ein Stück weit da auch noch und was auch immer für eine Unterstützung braucht. Und Frau Ring, gern stehe ich Ihnen da nächste Woche mit zur Verfügung. Ein Kommentar sei erlaubt, Frau Schweib, Governance, wunderbar, bin ich immer dabei. Ich finde, es darf nur nicht Verantwortungsdiffusion heißen. Also nur, wir kommen mal zusammen und jeder stellt sich vor und sagt, was er macht. Damit kommen wir nicht zum Ziel, sondern wir brauchen halt in diesem Wir, was Sie so schön gesagt hatten, brauchen wir halt eine strukturierte Prozessmoderation. Ansonsten wird das nichts. Davon bin ich fest überzeugt. Das hatte ich aber vorhin ja auch schon platziert als Botschaft. Und das schließt sich ja nicht aus bei Governance-Modellen, würde ich sagen. Okay, dann wollen wir doch mal in die Runde schauen. Wir haben hier ja wirklich jetzt sehr viele Argumente im Raum stehen. Es wurden einige Herausforderungen angesprochen und auch große Bedarfe. Gibt es jemand von Ihnen hier, der oder die dazu auch das Wort erheben möchte, vielleicht auch aus den Herausforderungen, die in den Workshops mitdiskutiert wurden, etwas einbringen möchte? Oder vielleicht möchte Herr, ja, Olaf Ebert sehe ich schon mal und Lars Picard. Okay, Olaf, bitte. Ja, sehr gerne nutze ich die Gelegenheit, auch ein paar Impulse aus unserem Workshop hier nochmal mit einzubringen und dabei aber auch ein bisschen auf die Diskussion noch stärker einzugehen, wo es ja doch auch darum geht, dass es schon viel gibt, auch viele Akteure im Land, auf lokaler Ebene, auf Landkreisebene, auf Bundeslandebene, alte und neue Strukturen, einiges auch nebeneinander her, ohne dass der eine vom anderen weiß und irgendwo ein Miteinander in der Engagementförderung entsteht. Das scheint mir doch das Länderporträt einerseits herauszuarbeiten, aber auch die Diskussion in unserem Workshop, wo Herr Herzog auch nochmal einen Impuls gebracht hat, der ja letztlich auch darauf fokussiert, vor allem die vorhandenen Strukturen langfristig zu stärken, mehr Miteinander der unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteure, die nicht immer kooperativ miteinander arbeiten, auch aufgrund von Ressourcenkonkurrenzen, da mehr Miteinander anzuregen. Wir hatten die Diskussion, Engagementförderung muss auch raus aus dem freiwilligen Bereich, weg von der Projektitis. Kommunen sollten das als ihre Pflichtaufgabe begreifen. Es bräuchte eigentlich auch eine gesetzliche Verankerung der Engagementförderung, was natürlich alles dicke Bretter und langfristige Vorhaben sind, die wir auf lokaler, auf Landes-, auf Bundesebene auch gerade aktuell diskutieren im Zuge der Koalitionsverhandlungen. Ist da sicherlich jetzt auf Landesebene ja auch, weiß ich nicht, ob erstmals zumindest auch ein klareres Bekenntnis zu den vorhandenen Strukturen und der Weiterförderung von MMZs, der Ehrenamtsstiftung und auch der Ehrenamtsmessen und Koordinatoren. Das ist ein richtiger Weg in die richtige Richtung. Ähnliche Diskussionen haben wir ja auch auf Bundesebene, dass auch da Engagementförderung eine Querschnittsaufgabe ist, die eine auch gesetzliche Verankerung braucht, Stichwort Demokratiefördergesetz. Und somit bleibt es auch eine langfristige Herausforderung, die nur im Miteinander gelingen kann und wo auch das, also man vor allem darauf achten sollte, die vorhandenen Strukturen zu stärken, nicht immer wieder das Rad neu zu erfinden, das Nebeneinander zum Miteinander zu machen. Und das ist, glaube ich, keine Aufgabe eines einzelnen Akteurs,
oder wo da die Hauptzuständigkeiten liegen. Das werden wir heute auch nicht, glaube ich, abschließend diskutieren können. Das ist ein langer Weg und der braucht sicherlich auch eine strukturierte Prozessmoderation. Vielleicht da die Anregung auch, dass Land und Zivilgesellschaft gemeinsam sich auf den Weg machen, auch eine Engagementstrategie des Landes zu erarbeiten. So einen Prozess haben wir gerade in Sachsen-Anhalt. Da kann man auch einiges von lernen. Danke, Olaf. Ich gebe weiter an Lars Picard, bitte. Ja, hallo in die Runde. Ich habe das eben in unserem Workshop schon gesagt oder angemerkt. Ich bin relativ frisch nach MV gezogen als Geschäftsführer des Behindertensportverbandes hier. Und für mich ist es immer so ein bisschen, das ist so wie so ein Puzzleteil sozusagen zu gucken, wie können wir denn Engagierte aus den einzelnen Bereichen holen, in den einzelnen Regionen holen. Natürlich sind wir sehr gut über den Landessportbund an der Stelle vernetzt, aber es gibt ja gerade für uns im Bereich des Behindertensportes bei der Frage von Menschen mit Behinderung, wie wir die ehrenamtlich engagieren, ja eben noch andere Berührungspunkte mit möglicherweise Selbsthilfeorganisationen oder ähnlichen Einrichtungen. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, rede ich mit jeder einzelnen Kommune, rede ich mit was auch immer für Institutionen an solchen Stellen. Ne? Wir hatten auch schon das Gespräch mit Frau Dr. Litari gerade letzte Woche mit der Ehrenamtsstiftung. Aber ich selber komme aus NRW. Wie gesagt, ich kenne die Strukturen in MV jetzt noch nicht so gut, aber wir haben es ja im Chat so ein bisschen angefangen zu diskutieren. Da gibt es als Beispiel tatsächlich eine geübergeordnete Staatssekretärin, die wirklich ressortübergreifend versucht, so ein Thema auch nochmal ein bisschen zusammenzuführen, weil das ist, glaube ich, das, was Frau Ringe eben gesagt hat, eben auch, wer ist in welchem, also es sind ganz, ganz viele Ministerien dafür verantwortlich und wie funktioniert dann so eine Reise durch die Ministerien oder gibt es auch da möglicherweise einen zentralen Ansprechpartner? Das einfach nur mal als Idee in den Raum geworfen. Wie gesagt, dafür kenne ich jetzt die Strukturen in der MV zu wenig, aber die Idee scheint zumindest, oder ich kann berichten aus NRW, dass die da halbwegs gut funktioniert an so einer Stelle. Vielen Dank, Herr Picard. Dann haben wir jetzt noch Marion Zosel-Mohr und danach würde ich noch mal hier auf das Podium blicken. Marion, bitte. Ja, danke erstmal. Ja, ich bin froh, dass wir heute hier gerade in einem Bundesland ja, uns über Engagement unterhalten, das ja nicht gerade zu den reichsten Bundesländern gehört. Und mein großes Lob, ich mache ja das Prozessmanagement der engagierten Stadt in Stendal, also in Sachsen-Anhalt. Olaf, genau den Prozess Engagementförderung diskutieren wir ja überall auch breit. Aber ich gucke immer sehr, ich habe das schon mehrere Möglichkeiten gehabt, in MECPOM auch Engagement mit zu unterstützen. Meine neueste Tandemstadt ist Parchim übrigens, also so, dass ich jetzt unmittelbar auch was zu tun habe. Und was ich vielleicht nochmal auch auf den Punkt bringen möchte, warum ich auch so begeistert bin vom dem Programm Engagierte Stadt, dass das 2015 aufs Tableau gebracht wurde, weil ich glaube, dass es ist auch mal nochmal vielleicht im Kontext zu dem, was hier schon Frau Ring, aber auch aus der Engagementstiftung oder aus der Nordmetall-Stiftung gekommen ist. Wir brauchen eben ein Verständnis und eine Form der Engagementförderung wirklich vor Ort. Denn es ist wichtig, und das erleben wir gerade bei der engagierten Stadt, dass die Kommunen jetzt immer wieder aufwachen und merken, dass der Bezug zu den Menschen vor Ort so wichtig ist. Wir brauchen diese Orte und der Erfolg ist eben, dass wir jetzt es schaffen in diesen vielen Jahren, und das ist im Prozess zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und die regionale Wirtschaft einbinden. Und wenn das zum guten Ton wird zukünftig und wir nicht auf Partikularinteressen auch bei bestimmten Zielgruppen, sondern sie immer in Gänze in Betracht haben, dann würden wir schon weiterkommen. Und vielleicht auch, ich würde zum Beispiel sogar noch weitergreifen, Olaf, du hattest auf das Demokratieförderungsgesetz. Ich denke mal, wir bräuchten ein Engagementförderungsgesetz. Engagement als Haltung, nicht nur ums Ehrenamt, worum wir dann auch in Sonntagsreden ganz gerne zitiert werden und wenn mal die Hütte brennt, vielleicht mal ganz salopp, sondern wir brauchen eine Haltung, eine bessere Haltung zueinander. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Wir, was wir ja auch heute schon oft gehört haben. Ein Wir, wir brauchen neue Geschichten, positive Geschichten, dass es kein Teufelszeug ist, wenn wir kooperieren.
wenn dieser Wettbewerb aufhört und wir nicht in Konkurrenz gesetzt werden. Und das belastet zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch die Verwaltung. Sie wissen das doch selber aus den Verwaltungen, mit wie viel Bürokratismus wir uns totarbeiten. Und wir brauchen ein anderes Vertrauen auch untereinander. Ich glaube, wenn wir diesen Dialog weiterführen, dann gelingt es uns auch, einfache Strukturförderungen vor Ort zu machen, auf sogenannte Augenhöhe mit Verwaltung und oder allen Partnern in der Gesellschaft. Und deswegen, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Und ich glaube, wir brauchen gute Geschichten, Erfolgsgeschichten, denn wir haben große Aufgaben vor uns liegen, für unsere nachfolgende Generation und auch noch die jetzt da sind. Also da haben wir noch viel zu tun. Und da können wir uns Konkurrenzen gar nicht mehr erlauben. Geht gar nicht. Also das ist Verschwendung. Das ist eigentlich fast strafbar, würde ich es mal sagen. Aber wir müssen mehr zusammenarbeiten. Und dafür brauchen wir eben solche Strukturförderungen, die befreit sind von Bürokratismus. Ja, mehr Vertrauen. Vielen Dank, Marion. Du hast hier den Spirit der engagierten Stadt mit reingebracht. Das hat mich jetzt sehr gefreut persönlich, weil das mir auch sehr wichtig ist. Also diese sektorenübergreifende Perspektive, aber auch eben, dass wir vor Ort ein stärkeres Verständnis bekommen dafür, wie relevant Engagement, Förderung und Engagement stärken ist. Genau. Ich würde jetzt gerne schon mit Blick auf die Uhrzeit, das ist wirklich verrückt, wie schnell dieser halbe Tag mit Ihnen und euch allen hier umgeht. Wir könnten noch ewig weiter diskutieren und wir haben im Grunde den Kern noch berührt, aber wir sind noch nicht am Ziel, sagen wir. Und deswegen müssen wir jetzt schnell machen mit der Schlussrunde sozusagen, um dann auch den Ausblick geben zu können, wo wir weiter diskutieren können. Ich denke, anders geht das jetzt nicht. Und ich möchte gerne zwei verschiedene Schlussfragen hier in der Schlussrunde nochmal thematisieren. Die eine Frage wäre die danach, wie wir in den nächsten Jahren bei der Stärkung von Strukturen der Engagementförderung in Mecklenburg-Vorpommern aktiv werden und wie Sie sich jeweils mit Ihrer Institution einbringen wollen. Und die andere, das wäre dann an die andere Hälfte der Runde im Grunde, wäre die nach einer zukunftsweisenden, innovativen Engagementpolitik. Also die erste Frage möchte ich gerne an Sie, Frau Ring, zunächst einmal richten. Was denken Sie denn, wie möchten Sie sich mit Ihrer Institution, mit dem Land in den nächsten Jahren bei der Stärkung der Strukturen der Engagementförderung in Mecklenburg-Vorpommern einbringen? Was liegt Ihnen da an erster Linie am Herzen, jetzt nach der Thematisierung dieser vielfältigen Herausforderungen? Wo setzen Sie an? Ja, im Prinzip das, was wir jetzt diskutiert haben, das, was Frau Dr. Litari zu Recht gewählt hat, einen Weg zu finden, mir ist gerade eben einer eingefallen, das würde ich ganz gerne nächste Woche mal mit ihr besprechen, inwieweit wir also einen Vorstoß machen können, eine interministerielle Arbeitsgruppe zu gründen, nur ehrenamtliches Engagement, weil irgendwie muss ich ja die Akteure mal alle an einen Tisch kriegen. Ich denke, dass das also ein ganz guter Aufhänger wäre, wenn wir da beide an einen Strang ziehen und wenn ich eine entsprechende Vorlage machen würde an unsere Hausspitze, dass wir so etwas anregen und dass wir dann also erstmal mit den Ressorts ins Gespräch kommen und dass wir dann als nächsten Schritt uns überlegen, wie wir dann also mit der kommunalen Ebene zu diesem Thema nochmal in Kontakt treten können. Also es ist ein Prozess, der wird dauern. Das ist nichts, was wir von heute auf morgen erledigen können. Und ich denke, dass wir also gut beraten sind, gemeinsam, und da gucke ich also auch nochmal wieder in Richtung Frau Dr. Litari, uns zu überlegen, welche Strategie wir uns vorstellen könnten, die wir entwickeln wollen, um ehrenamtliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur zu fördern, sondern es eben also auch transparent zu gestalten. Und da waren wir beide sehr, sehr viel zu tun haben mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber eben also auch mit den anderen Akteuren, die wir dazu dringend brauchen. Das klingt nach einem Engagementstrategieprozess. Wer weiß, was Sie da jetzt entwickeln. Wir sind sehr gespannt. Frau Dr. Litari, wer weiß, vielleicht machen Sie sich jetzt auf den Weg hin zur Engagementstrategie in Mecklenburg-Vorpommern, zur Gründung eines Landesnetzwerkes vielleicht sogar. Was sind Ihre Perspektiven? Ja, ich höre vor allem sehr viel Vertrauen in unsere Arbeit, in dieser Einladung, liebe Frau Ring. Das ehrt uns als Team.
Gerne bin ich auf jeden Fall bei Ihnen in der nächsten Woche und wir gucken dann mal, was tatsächlich leistbar ist. Ich will aber gerne sagen, wir sind ein Akteur in dieser Landschaft und nicht der Zentrale. Und ja, ich bin mir aber ganz sicher, weil ich fand, das haben Sie eben sehr überzeugend, einladend und kraftvoll ausgedrückt, dass der Wille existiert, das ganze Thema anzufassen. Ich fand es ganz toll, wie Herr Bischoff jetzt in den Chat nochmal zum Schluss eingelassen hat, die Empfehlung an Manuela Schwesig, das ganze Thema zur Chefinnensache zu machen. Das möchte ich unterstreichen mit allen guten Ideen, die jetzt ja hier im Chatverlauf dann auch zur Sprache gekommen sind. Und Frau Ring, ich würde sagen, die gucken wir uns dann einfach auch mal an und sind zumindest werden sicherlich so weit kommen, eine Empfehlung auszusprechen an die richtige Stelle. Insofern, ja, war das doch eine sehr für mich auch sehr lohnenswerte und hoffentlich für das Engagement in Mecklenburg-Vorpommern lohnenswerte Runde und damit am Ende auch, und das will ich wirklich nochmal unterstreichen, vor allem in der gemeinsamen Botschaft, dass wir diejenigen sind, die es unterstützen können, dass Gutes über Mecklenburg-Vorpommern, auch über die Landesgrenzen hinaus zutage tritt und auch berichtet wird und nach außen strahlt. Das ist mir das Allerwichtigste dabei. Danke, Frau Dr. Letrari. Frau Scholz, was ist Ihre Perspektive? Wie möchten Sie denn in den nächsten Jahren bei der Stärkung der Strukturen der Engagementförderung in Mecklenburg-Vorpommern aktiv beitragen? Ja, eben meine Vorrede, das hat mich richtig gefreut. Und ich weiß, wenn unsere Kollegin Frau Dreger nächste Woche bei Ihnen ist, da wird so viel Innovation rüberkommen. Erstmal hier das Versprechen des Landkreises Ludwigslust-Parchim, was in Richtung Land geht, an alles, was es an Unterstützung von uns geben soll, wird es geben. Wie gesagt, für uns auf Kreisebene nochmal, dass wir sagen, die Strukturen, die wir haben, verfestigen überall, wo wir auftreten. Ich denke, das ist dieses Bild, dass es auch diese Wertigkeit kriegt, nach wie vor sagen, was es für eine Wertschätzung gibt und das gemeinsame Leben. Und das mit den guten Geschichten fand ich auch schön, denn man kann theoretisch ganz, ganz viel sagen, aber wenn es dann letztendlich in der kleinsten Gemeinde vielleicht der Abend gemeinsam war, wo man sich über die Historie der Gemeinde unterhält und so weiter und so fort. Das ist viel mehr wert, als wenn wir uns mit Großpapieren gegenseitig sagen, wie gut wir sind. Danke. Danke, Frau Scholz. Ja, nun wird ja auf Bundesebene unter den Koalitionspartnern, VerhandlungspartnerInnen ganz viel von Zukunft und Innovation gesprochen. Frau Wagner, wie muss denn aus Ihrer Sicht eine zukunftsweisende, innovative Engagementpolitik aussehen? Was sollten wir uns für Mecklenburg-Vorpommern beherzigen? Ja, ich denke immer, alles, was von beiden Seiten kommt, also von der strukturellen Ebene und der Meta-Ebene, aber auch eben von unten, was gelebt wird, sodass man von beiden Seiten immer Beispiele bringen kann und sagen kann, Feedback geben, da bräuchten wir Veränderungen. Und andererseits eben dann von wirklich den Problemen aus den Initiativen, Vereinen zu sprechen. Und insofern, das wird unsere Arbeit sein, dass wir versuchen, weiter an der Seite des Dorfvereins Pommeln zum Beispiel zu stehen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und beigetragen haben, Herr Olbrich. Und genauso werden wir versuchen, Türöffner zu sein oder hinzuhören oder was Tom Hetzel uns mit ins Buch geschrieben hat, jetzt zum Beispiel weiter zu verfolgen und zu sagen, wie können wir eigentlich die Leisen mit einbeziehen oder die Jungen mit daran holen. Also ich denke, es ist dabei, von beiden Seiten mitzutragen. Und Frau Dr. Letrari, ich bin da natürlich auch gerne an Ihrer Seite oder horche, wie wir uns austauschen können. Und insofern denke ich, dass wir während des Gehens dann sehen werden, wo es weitere Herausforderungen gibt. Danke, Frau Wagner. Jan Holze, dir gehört das Schlusswort in dieser Runde. Und damit ist dir die Ehre zuteil, jetzt nochmal so richtig einen raufzuhauen in Richtung Innovation, Strukturstärkung in Mecklenburg-Vorpommern. Bitte. Ich freue mich, dass du die Latte so tief gelegt hast und hier nochmal zum Kurreferat aufgerufen hast. Diese Gelegenheit möchte ich natürlich gerne nutzen in den verbleibenden 3 Minuten. Nein, zum einen habe ich noch kein Bundesland erlebt, das am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Also es gibt kein Bundesland, zumindest mir nicht bekannt, das sagt, bis hierhin Ehrenamtsförderung und weiter geht's nicht. Also es geht immer noch besser. Und jetzt müssen wir uns natürlich den faktischen Realitäten auch ein Stück weit zuwenden und sagen, wie ist denn eigentlich die Rahmenbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, es geht besser, aber der politische Wind
könnte doch zurzeit aktuell auch nicht besser sein, wenn man so will. Also es gibt ja durchaus Signale von Ebene der Landespolitik, dass das Thema Ehrenamt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht und auch Unterstützung zugesagt ist. Ich glaube, so ehrlich muss man einerseits sein und andererseits auch durchaus die Argumente liefern. Also immer nur mehr zu fordern und zu sagen, es braucht das, wird meines Erachtens Politik nicht überzeugen, sondern wir müssen klar, deutsch und deutlich aufzeigen, wo sind positive Signale, wo sind aber auch Verbesserungspotenziale, sind die Mitmachzentralen einerseits so gut ausgestattet, dass sie auch alle Engagierten tatsächlich schon erreichen? Ist es die Ehrenamtsstiftung auch? Oder braucht es an der einen oder anderen Stelle durchaus nochmal einen Schlag obendrauf, um dort noch mehr an Service und Unterstützungsleistungen tatsächlich auf den Weg bringen zu können? Meines Erachtens ist das so im Vergleich zu anderen Bundesländern. Lieber Thomas, danke für die Anregung auch nochmal deutlich zu machen, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Ja, es ist in anderen Bundesländern, gibt es auch gewachsenere Strukturen, das muss man auch sagen. Mecklenburg-Vorpommern ist da ja im Vergleich noch ein wenig in der Entwicklung, wenn man so will, aber in einer guten Entwicklung, woran sicherlich auch das Sozialministerium Anteil hat. Und insofern, glaube ich, braucht es in nächster Zeit klare Argumente dafür, wo an welcher Stelle Politik eingreifen kann und darf und soll. Und ich glaube, das wird Politik dann auch tun, aber eben nicht nur einfach fordern, mehr, 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 sondern ganz klar aufzeigen, an welcher Stelle und wie viel, damit man dann auch daran arbeiten kann. Vielen Dank, Herr Holze, Frau Wagner, Frau Letrari, Frau Scholz, Frau Ring. Das war eine sehr zukunftsweisende Runde, sehr offene Worte. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet für Ihre Offenheit und für die Expertise, die Sie ja eingebracht haben. Gleichzeitig möchte ich natürlich Ihnen allen im Raum hier auch danken, dass Sie so aktiv mitgearbeitet haben, hier auch dabei geblieben sind. Das war eine sehr fruchtbare Veranstaltung und das Schlusswort gehört Olaf Ewert. Ja, diesem Dank kann ich mich nur anschließen und mache jetzt nicht nochmal eine Zusammenfassung all der wertvollen Impulse, die da kamen. Kann Ihnen nur wünschen, setzen Sie den Dialog weiter fort, kommen Sie zu unserer nächsten Veranstaltung, wo wir die Studie Engagementförderung in Ostdeutschland in Gänze vorstellen, nämlich am 26. November beim Forum Bürgergesellschaft Digital. Sie finden auf unserer Homepage alle Hinweise dazu und demnächst auch die Publikationen, die wir aber erst noch bis zum Jahresende, an der wir bis zum Jahresende noch arbeiten. Und die Handlungsempfehlungen, die aus der Studie folgen, wollen wir auch weiterführen in einem Dialogprozess auch zur Engagementförderung in Ostdeutschland in Zusammenarbeit mit der DSEE und den ostdeutschen Bundesländern und den zivilgesellschaftlichen Strukturen und Stiftungen. Ich denke, heute ist deutlich geworden, Engagementförderung ist eine Querschnittsaufgabe und braucht auch den Dialog und den Prozess zur Engagementförderung. Da machen sich auch viele Bundesländer auf den Weg, solche Engagementstrategien auf Landesebene zu erarbeiten. Engagierte Städte entwickeln Engagementstrategien auf lokaler Ebene. Auch die Bundesregierung arbeitet gerade, denke ich, in den Koalitionsverhandlungen, sollte sich da auf den Weg machen, Engagementförderung auch tatsächlich in Richtung Pflichtaufgabe zu diskutieren. Und da lassen Sie uns gemeinsam weiter dafür werben, dass es vor allem eine Stabilisierung der vorhandenen Strukturen und Ansprechpartner zukünftig geben wird. Vielen Dank für Ihre Impulse. Bleiben Sie dran und weiter im Gespräch miteinander. Wir stehen Ihnen da auch gern zur Verfügung für weitere Dialog- und Beratungs- und Begleitprozesse im Miteinander. Für heute machen Sie es gut und bis bald. Schönen Abend. Tschüss.